natürlich den Mann in dem auffälligen Sakko und den kennt ihr, das ist mein lieber Freund und Partner hier bei YouTube und Twitch, Axel Reitz. Axel, grüß dich heute Morgen an einem Donnerstagmorgen, nicht Freitagmorgen. Warum heute und wie geht's dir? Schlechten Menschen geht's immer gut, mein Standardspruch. Ich habe ein bisschen Probleme, mir ist ein was im Auge geplatzt. Klingt jetzt böser als es ist, aber deswegen sehe ich auf meiner rechten Seite etwas verschwommen, weil da Blut eben durchs Auge fasert. Das geht nach 3-4 Wochen wieder weg, aber deswegen habe ich heute Termin beim Augenarzt und bin dann morgen schon bei der Caro, die so lieb ist, mit mir dahin zu fahren. Und deswegen können wir morgen nicht streamen, sondern heute mal am Donnerstag zur frühzeitigen Einleitung eines hoffentlich schönen Wochenendes für alle Zuschauer. Ich freue mich, hier zu sein, Philipp. Axel, ja, Thorsten Heise im Krieg mit der Realität. Es ist, den führt er ja schon sehr lange. Man muss es sagen, wahrscheinlich der Thorsten Heise hätte wahrscheinlich trotzdem die kognitiven Fähigkeiten, auch den Absprung zu schaffen, ja, also auch zu erkennen, was ist da los. Da empfehle ich ihm einfach nochmal das Video anzugucken. Denn Thorsten Heise war der Organisator dieses Neonazi-Konzerts hier in Schleswig-Holstein in Neumünster vergangenes Wochenende. Ich habe Axel kurz vor dem Stream gefragt, hast du die Bilder gesehen? Und jetzt, dann habe ich ihn unterbrochen und habe dann gesagt, Axel, okay, hast du die Bilder gesehen? Ja, ja, ich habe die Bilder gesehen. Du hast ja darauf reacted, glaube in 2 Teilen sogar, ja, und es war so ein bisschen eine Zeitreise, ja, und da muss man Thorsten Heise zugute halten, in Anführungsstrichen, dass er sich selber seit seinen Skinhead-Tagen vor rund 40 Jahren fast treu geblieben ist, ja, weil solche Geschichten, das ist seine Vita, das ist sein Leben, er hat sich selber immer auch dann als Skinhead noch gesehen und ja, dass er sowas nach wie vor organisiert, ist schade, weil, wie du schon gesagt hast, der ist kein Dummkopf, ja, er kann auch durchaus charismatisch sein, er könnte eigentlich was Schöneres aus seinem Leben machen, als immer noch seine Zeit mit solchen Aktivitäten dann zu gestalten und zu verplempern. Ne? Und Axel, muss ja auch sagen, absolut keine Entwicklung. Also, wenn ich das gesehen habe am Wochenende, ist es wirklich, dass ich gedacht habe, krass, wenn du die Aufnahme ein bisschen runterstellst, irgendwie noch ein bisschen mehr verpixelst und da habe ich gedacht, das ist ja Wahnsinn. Also es war schön, das zu sehen, dass man es da rausgeschafft hat, aber auch erschreckend, okay, das gibt es immer noch, ja, dass dann von Konzerten rumgeleitet wird, ja, da werden dann 388 Karten verkauft, oh, wie lustig mit der 88, dann fährst du durch Deutschland, irgendwo in norddeutschen Raum ist dann das Konzert und dann fährst du hin und dann Polizei, Pfefferspray und dann kommen da so Oldschool-Bands, so 60-jährige Nazi-Rocker von Endstufe und Radikal und singen dann da ihre alten Medleys von vor 30, 40 Jahren. Boah, es ist so absolut zum Schämen. Ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Ja, man muss aber sagen, tatsächlich sind solche Teilnehmerzahlen auch nur noch ein Schatten dessen, was solche Konzerte sonst auf die Beine bekommen haben. Also gerade Band wie Endstufe oder Radikal, das waren eine der ersten in Deutschland, die aufgetreten sind. Radikal ja ultra schlecht, aber ultra radikal, haben also ihrem Namen alle Ehre gemacht. Die haben vorher tatsächlich ja an die tausende Leute dann europaweit zusammenbekommen und davon sind sie jetzt weit, weit, weit entfernt zum Glück. Also da ist schon eine Veränderung eingetreten, dass die Unverbesserlichen wirklich ewig gestrigen nach wie vor in diesen ja, alten Aktivitäten kleben und so vom Glanz und Glorie vergangener Zeiten zehren, aber wirklich was dahinter steht ja auch nicht, oder? Ja, ich weiß nicht, ob das das Einzige, was dann übrig bleibt aus dem Leben, ist halt diese eine kleine Sache, die du hast, ne? Das ist wahrscheinlich, was bei den meisten irgendwie übrig bleibt, ne? Und dann musst du dich darauf halt auch konzentrieren und dann kriegst du halt einmal noch Applaus von den paar Leuten, von den Hanseln da, ne? Ja, gut, und du kannst dir es ja einreden, das hat ja der Alexander Depp-Toller, der heutige Gesprächspartner von Thorsten Heise, ja mal in einem seiner Videos gesagt, naja, dass jetzt alle quasi abgehauen sind und dass wir jetzt nur noch so wenige sind im Gegensatz zu früher, das ist halt der harte Kern, das sind die Realen, das sind die Stabibis, ja, das sind die, die an der Fahne bleiben. So kann man sich das ja auch schönreden, ja, indem man einfach nicht sich eingesteht und sagt, wir sind eine fucking isolierte Minderheit, noch nicht mal die Leute von früher wollen was mit uns zu tun haben, sondern wir sind so wenige, weil wir die einzigen Realen sind. Wir sind die Elite, wo ich mir denke, ja, irgendwie kann man sich alles schönreden. Genau, man muss den Leuten das ja irgendwie verkaufen, ne? Das ist ja trotzdem, es ist ja irgendwie Marketing, dass die Leute dabei bleiben. Und dann kannst du das ja nur sagen, okay, wir sind die Wahren, aber das ist ja auch das, was immer gesagt wurde. Na, jetzt ist unser Zeitpunkt, jetzt sind wir da, jetzt, das ist das Gesabbel, das kennen wir sehr, sehr lange. Also das Video ist vom, wie gesagt, Kanal und Thorsten Heise spricht ja darüber in seiner Heimat Göttingen, Hildesheim und so weiter, wo er ja aktiv war, wo er bis heute wirklich bis aufs Tiefste verbrannt ist. Ich war gerade in der
in der Ecke und habe dort einen Vortrag gehalten und alle immer noch, wenn die den Namen Thorsten Heise hören, da wollen die alle gefühlt auf den Boden spucken und kriegen einen Würgereiz, das muss man wirklich so sagen. Ja, gut, er ist auch brandgefährlich, muss man sagen, und das auf zweierlei Hinsicht. Also zum einen, er ist nicht dumm, er ist ein begnadeter Netzwerker, ja, also er hat wirklich überall seine Finger drin, sei es in der Politik, sei es im Konzertbusiness, sei es in der Publizistik, also Thorsten Heise ist ein Multifunktionär, aber er ist auch jemand, der ultra gewalttätig zeitlebens gewesen ist, das jetzt auch an seinen Sohn weitergegeben hat, der ist ja kürzlich auch verurteilt worden, weil sie da einen Journalisten angegriffen haben, und das ist tatsächlich jemand, dem ich auch nicht unbedingt begegnen möchte mit seinen Leuten, ne? Also tatsächlich, Heise ist halt nicht nur der tumpfe Schläger, ja, also er kann auch hart, wenn es sein muss, sondern eben auf einer anderen organisatorischen Ebene sehr gefährlich, auch diese Erlebniswelt zu verkaufen an junge Leute. Also Thorsten Heise war über Jahrzehnte ein Kristallisationspunkt, auch mit seinem Anwesen in Niedersachsen, wo Leute rangezogen worden genau. sind, wo Leute indoktriniert worden sind und wo Leute auch dann gedrillt worden sind zu Gewalttätigkeiten. Das muss man knallhart so sagen, ne? Ich würde dann jetzt gleich das Video anmachen, die Vergleiche. Ich denke, wir werden genug getriggert, worum es hier geht. Ich kann sagen, ich war eine Woche in Belfast mal arbeiten und sich damit zu vergleichen, ist einfach auch eine Sauerei und es wird wieder um Rumgeopfer gehen. Deswegen Triggerwarnung, es wird hier Neonazi-Rumgeopfer geben. Und von daher starten wir mal das Video. Axel, vielen Dank für deine Zeit. Entschuldigung, ich kann den Twitch-Chat heute nicht lesen. Die Seite lädt nicht und von daher Attacke. Heute spreche ich mit Thorsten Heise über seine Jugend im Belfast der BRD. Bleibt auf jeden Fall dran und schaut weiter. Ja, hallo zusammen. Heute sitze ich hier mit Thorsten Heise. Wir haben einen kleinen Rollentausch vollzogen und ja, stell dich doch mal kurz vor für die Leute, die dich nicht kennen sollten. Ja, ich bin Thorsten Heise, stellvertretender Bundesvorsitzender der NPD. Ja, Politiker aus Leidenschaft, versuche in Deutschland was zu ändern, Vater von 4 Kindern und das ist eigentlich schon alles. Verleger, ja, habe ich noch was vergessen? Ja, weiß ich nicht. Nee, ich glaube, das war's schon. Reicht ja auch. Ja, fehlen schon noch ein paar Sachen, ne? Was so Dinge angeht, wenn man sich ordentlich da vollstellt, fehlen schon noch ein paar Sachen. Ne? Ist, glaube ich, ein altes FAP-Kind, ne? Ja, ist der Ziehsohn von Karl Polacek. Das war ein ja, so Mittelding, also richtiger Altnazi war er nicht. War ein älteres Semester, der hat in Niedersachsen Thorsten Heise dann quasi als seinen Ziehsohn dann aufgezogen auch. Und Heise war trotz jugendlichen Jahren schon direkt in der Führungsebene auch aktiv. Also zuerst mal als sehr gewalttätiger Skinhead. Da hat er auch mit Stolz immer von erzählt. Ich habe ihn mehrfach als Redner erlebt. Das hat er auch immer sehr sympathisch und sehr locker, frei von der Leber weg eben dann wiedergeben können. Aber er war halt immer auch stolz darauf, dass er einer war, der nicht nur geredet hat. Ja, und das eben in Verbindung damit, dass er das dann auch so locker und jovial rübergebracht hat und nicht wie so ein tumpfer Schläger, das hat ihn ganz besonders gefährlich gemacht und natürlich auch dann eine Position in der Szene gegeben, wo er dann auch ziemlich weit oben die Karriereleiter hochgeklettert ist. Ne? Genau, ich würde schon sagen, dass jeder, der im Rechtsextremismus irgendwo mal eine Rolle gespielt hat, irgendwann mal über Thorsten Heise gestolpert ist. Ne? Ist aber auch immer mehr in die Unwichtigkeit gerutscht, oder? Immer irrelevanter, würde ich schon sagen, ne, diese Inszenierung einmal Schild und Schwert einmal im Jahr da bei seiner Veranstaltung, jetzt mal einmal so ein Konzert oder so, aber sonst interessiert sich für Thorsten Heise, außer wenn wir ihn hier mal behandeln, kaum einer mehr, oder? Der ist ja ein klassischer Neonazi und die Neonazi-Szene hat sich ja nicht neu aufstellen können. Ja? Diese ganze Erlebniswelt wird heute von anderen rechtsextremen Gruppierungen viel besser abgedeckt. Er ist NPD, wer braucht die NPD? Ja, er macht Konzerte, wer fährt noch zu diesen Konzerten? Wirklich die ewig Gestrigen, die Ü40, Ü50, Hools und Skinheads, die vom Glanz vergangener Tage zehren. Aber wirklich neue Leute ziehen die kaum bis gar nicht ran. Und das schlägt sich natürlich dann auf Thorsten Heise nieder. Der muss ja auch irgendwie ums Überleben kämpfen. Ne? Dann gucken wir mal nach dieser sympathischen Vorstellung. Ja. Wir wollten heute mal auch über was sprechen, wo du, glaube ich, noch nie so drüber gesprochen hast. Das ist ja für uns auch immer sehr speziell hier bei dem Format, dass wir Dinge ansprechen, die so noch nie irgendwie angesprochen wurden oder zumindest noch nie so wirklich bearbeitet wurden. Also das Interview zwar, mit hatten wir Marco von gesprochen, vielleicht Eudoxie war unterirdisch.
Meine Jugend war eigentlich ziemlich normal. Ich habe nicht sehr viel erlebt und bin jetzt froh, dass ich raus bin aus der das Jugend. Das hört sich langweilig an. Fangen wir nochmal an. Okay. Nein, also ich bin relativ früh zur nationalen Bewegung gekommen. Das liegt eigentlich daran, dass auf den Dörfern rund um Göttingen, ich bin in der Nähe von Göttingen groß geworden, dort in Hardenberg, das liegt zwischen Göttingen und Nordheim, im Süden Niedersachsen. Göttingen, große Studentenstadt mit ungefähr 120.000 Einwohnern und davon 30.000 Studenten. Und die sind schon seit den 1968er Jahren extrem links, ja, so mit einer extremen Gewaltströmung. Ja, und Göttingen allgemein, ne? Ist doch schon. Ja. können wir noch mehr irgendwas in einen Topf werfen? Also 30.000 Studenten, alle linksextrem, alle gewalttätig. Und ist das nicht bei Studenten generell so? Würde ich noch nicht mal so sagen. Also tatsächlich gibt es sehr viele natürlich auch dann progressive und eher links tendierende Studenten, aber auch da gibt es immer ein gesundes Mittelmaß. Da gibt es genauso viele Konservative, die vielleicht nicht so sichtbar sind, weil es einfach unattraktiv ist, ja, während dann eben dann auch kleine Aktivistengruppen von links besonders im Fokus stehen, weil sie halt sehr laut und sehr aktiv sind und bestimmte Themen besetzen. Ich würde aber sagen, dass die Mehrheit der Studenten halt gesunde Mitte ist, ja, also nicht besonders links, nicht besonders rechts, sondern wirklich einfach Studenten eben, ja, aber er baut ja jetzt schon die kommende Erzählung auf, 30.000 Studenten, alle sehr weit links und linksextrem, was da kommt. Er hat linksextrem gesagt. Linksextrem. Und ja, aber der andere? Von Philipp, von rechts außen ist ja sogar schon die Mitte links. Ja, also von daher ist ja klar, dass er alles als extrem ansieht, was nicht in seine Richtung geht irgendwo, oder? Und also ich war jetzt schon öfters in Universitäten referieren, das ist ein ganz unterschiedliches Bild, kommt auch ein bisschen immer auf den Studiengang an, das muss man auch mal dazu sagen. Je nachdem, wo man zu Gast ist, ist es natürlich dort, sind es politische Auswirkungen, es ist primär in der Studentenzeit eine sehr linke Zeit, aber das heißt auch nicht, dass die alle links bleiben, ja. Und was für mich sowieso erstmal kein Problem ist, jeder kann die Ausrichtung haben, wenn er sie nicht extremistisch auslebt und immer noch demokratisch ist und ohne Gewalt, ist für mich absolut kein Problem. Aber hier wird natürlich schon aufgebaut, Gott, ich sitze hier wirklich in der schlimmsten Stadt, in dem schlimmsten Kern, wo man sitzen kann. Ich bin umgeben von Feinden und deswegen bin ich hier auch der Märtyrer. Na gut, Thorsten. Ja, war in der frühen Zeit nicht. Ja, in der Zeit der 30er Jahre, 20er Jahre war Göttingen eine Hochburg der Nationalsozialisten. Mhm. Da war die Revolution bei der Jugend dort bei den Nationalsozialisten. Und ab 68 ging das da dann mit Krawallen und mit Gewalt los. Und APO und Konsorten haben die komplette Stadt im Grunde heute im Griff. Also das ist einfach so. Das ist eine extreme Antifa und... Damals war noch nicht so mit der Uni so krass gewesen? Wo Studenten sind ja oft auch Linke. Du meinst jetzt in meiner Jugend? Ja. Nein, da war es schon ganz schlimm natürlich. Wir kommen ja von den Dörfern und im Grunde war es so, die Landjugend war natürlich immer national. Das ist ja heute noch so, ja. Die verstädterte Jugend und die jetzt von zu Hause dann mal losgelassen werden für ein paar Jahre, damit sie sich austoben an den Unistädten, die haben dann da Tabula Rasa gemacht. Und boah, wir haben hier, also... Wir, die Landjugend, sind immer national. Also wir als Landjugend, hier Heimat und Scholle, Philipp, im Gegensatz zu diesen ganzen dekadenten Städtern, die dann ins Kino gehen können, anstatt die Kuh zu melken. Wo soll denn da das Heimatgefühl noch herkommen? Ne? Aber schon geil, wie er hier wieder ganz klassisch ein Wir gegen die aufbaut und mit einem beliebten Bild arbeitet. Der ist ja auch sehr in völkischen Kreisen aktiv, wo er dann so dieses großstädtische Leben als dekadent, als verwerflich, als zu divers angesehen wird, während so diese Einfachheit der Verklärung, wir kommen vom Dorf, da war die Welt noch in Ordnung, da waren wir national, da hatte jeder Bub sein Mädel und jedes Mädel hat 5 Kinder bekommen, da war es noch alles toll und in der Stadt, da war Sodom und Gomorra, da haben die Tabula Rasa mit solchen Vorstellungen gemacht. Das sind schon so ganz klassische Bilder, die er hier transportiert. Ja, und Axel, wir dürfen hier nicht vergessen, also das, was zu dem Zeitpunkt los war, was Thorsten Heise und die FAP gemacht haben, das waren klare Neonazis. Sie sind im Braunhemd marschiert, mit Fackeln, mit Trommeln. Ja, die haben ein viertes Reich gefordert. Die waren rückwärtsgewandt auf Führer, auf
auf das Dritte Reich und so weiter. Wir reden hier nicht über irgendwelche Strukturen, wo dann so mal demonstriert wurde, ja, wo man versucht hat, dann noch irgendwie sich ein bürgerliches Antlitz zu geben oder sonst irgendwas, sondern wir reden hier über Hardcore-Neonazis, ne? Wir reden hier auch über schwerste Konzerte mit Neonazis, mit gewaltreiten Strukturen aus Plattenanna. Er war sehr Plattenanna, glaube ich, sehr nahe, ne, mit seinen Musikproduktionen und so weiter. Ja, also das, ja, und jetzt hier, ja, so ein Bub hier vom Land, und wir waren ja immer so ein bisschen national und so. Ja, das ist schon. Ja, ein aber hast du genau hingehört? Es blitzt so ein bisschen noch so der tatsächliche Thorsten Heise durch, wenn er dann sagt, naja, so in den 30ern, da war die Revolution bei den Nationalsozialisten. Ja, also das klingt ja jetzt auch nicht bürgerlich und passt natürlich zum wahren Thorsten Heise, der ein Umstürzler ist, der das System verachtet, der am liebsten alles kaputtschlagen würde, was hier in der Bundesrepublik Bestand hat. Das verpackt er jetzt natürlich auch in seiner Funktion als MPDler. Die haben ja alle jetzt Kreide gefressen, wollen ja als die Heimat wahrgenommen werden und ist jetzt halt nicht mehr so radikal unterwegs, wie ich ihn noch kennengelernt habe bei seinen Ansprachen, sondern hat ein bisschen Kreide gefressen und macht jetzt einen auf. Ja, schön Hemd und sauberer Jung und national und für die Heimat. Das ist ja nur die halbe Wahrheit. Ne? Der ist natürlich genauso revolutionär wie das, was er anderen ankreidet auf der linken Seite. Ne? Ja, also jemand hat auch gerade geschrieben, Dankeschön für Support, Dankeschön Paul auch, Dankeschön Martin. Man muss auch dazu sagen, jemand hat auch gerade geschrieben, ich habe 3 Jahre in Göttingen studiert und habe keinen Linksextremen gesehen. Das kann ich immer nicht verifizieren, aber das ist so dieser Blick so drauf, weißt du, das, was Axel auch immer sagt, ne, bist du nicht mit uns, bist du gegen uns. Und dann siehst du schon irgendjemanden, der demokratisch ist, den hältst du dann auch schon für linksextrem einfach, ne? Also das, was du gerade gesagt hast. Ne? Philipp, wenn du in dieser Bubble drin bist, siehst du natürlich auch dann die Gegenseite ganz besonders stark. Wenn da jetzt so ein Ultra-Antifa sitzen würde, der würde wahrscheinlich genau das Gegenteil erzählen und sagen, von wegen, oh, Göttingen und AfD im Landtag und das Vierte Reich marschiert in Göttingen, und für so einen Neonazi ist natürlich dann das Feindbild, oh, hier alles linksextrem und alles rot-grün versifft und. Die Wahrheit ist tatsächlich, dass diese Leute einen Tunnelblick haben, sich selber dadurch erhöhen und die anderen ganz besonders sehen. Aber was man wirklich festhalten kann, Göttingen hat eine sehr starke linksextreme Szene, aber auch die ist gemessen an der Zahl der dort lebenden Studenten und der dort lebenden Menschen auch nur eine Minorität, genauso wie die rechtsextremen Strukturen. Ne? Unser einer ist eben mit Bomberjacke und ich bin stolz, ein Deutscher zu sein, in die Stadt gegangen und hat dann sich gewundert, warum plötzlich 15, 20 Vermummte versuchen, einem aufs Maul zu hauen. Und das war schon erstmal natürlich prägende Erlebnisse, wo man denkt so, aha, was habe ich wohl falsch gemacht? Und dann trifft man natürlich dann auch schnell Gleichgesinnte, und die hatten wir ja auch vorher auf den Dörfern schon. Und ich bin dann relativ schnell zur FAP gekommen. Also ich bin seit ich 15 bin, Mitglied in der FAP gewesen. Ich bin eigentlich immer noch Mitglied. Ist sie verboten worden? Wahrscheinlich gibt es sie nicht mehr. Ja, nein, natürlich, ja. Sie ist verboten worden. 1993, glaube ich, weiß gar nicht mehr ganz genau. 95. Ja, lachen andere hier noch mit? Kann irgendjemand über diese Witze, die ihr so erzählt, wenn ich bin immer noch Mitglied FAP und so weiter, das ist ja nicht mal mehr, das, egal wer das guckt, der hat keine Ahnung, die erklären nicht, was FAP ist, ja, selbst wenn man dann eine Medienoffensive machen möchte. Ich würde sagen, 90% der Leute, die diesen Kanal gucken, selbst wie gesagt, ich weiß nicht, wie alt der Toller ist oder sonst was, aber selbst ich habe die FAP überhaupt nicht mehr mit, oder im letzten Jahr mitbekommen, weil ich weiß, wir hatten hier einen Funktionär von der FAP bei uns. Den Klarnamen will ich jetzt nicht sagen, weil der ist, glaube ich, der ist auch raus, deswegen lasse ich den mal in Ruhe. Das ist so einfach, da kann doch kein Mensch drüber lachen. Holt dich das ab, selbst wenn man es neutral gucken würde? Tatsächlich musst du ja sehen, die Leute, die diesen Kanal gucken und die diesen Kanal betreiben, die zehren ja von ihrem Ruhm als Bewegung und verehren dann Leute wie Heise quasi jetzt schon als alte Kämpfer. Ja? Die Vertreter der Erlebnisgeneration des Nationalsozialismus sind ausgestorben. Da gibt es jetzt keinen Otto Ries, keinen Generalmajor Rehmer, keinen Jagdflieger mehr, keine Leute, die irgendwie hier noch als wirkliche alte Kämpfer da verehrt werden können. Stattdessen bauen sie jetzt Leute wie Heise auf. Halt die Leute, die den Absprung nicht geschafft haben, die immer noch dabei sind, die erzählen jetzt so Geschichten, wie früher halt die Frontsoldaten erzählt haben. Ja? Und genau so
ist es in der Wahrnehmung von Leuten wie Depp Toller. Für den ist der Heise ein Held. Boah, der war schon der FAP. Und die erklären das nicht, weil die überhaupt gar keine Selbstreflexion haben und gar nicht kapieren, dass selbst ein Großteil ihrer Zuschauer A, null Ahnung hat, in was für rosa-roten Geschichten von früher sie da schwelgen. Und B, ist auch keine Sau interessiert. Punkt. Und leider ja, war eine schöne Partei, war eine schöne, junge, frische Partei. Wie bist du dazugekommen? Also ich sag mal, man heutzutage politisiert man sich ja durchs Internet, war ja früher nicht so. Nein. Und dann muss man ja irgendwo in Kontakt getreten sein mit irgendjemandem. Ja, auch unsere Handys funktionierten nicht so richtig. Da waren riesengroße gelbe Zellen dran, die konnte man nicht so weit mitschleppen. Das wird sich kaum ein junger Mann oder junge Frau noch vorstellen können. Tatsächlich war es so, wir hatten, wir sind mit unserer Gruppe, wir waren etwa so 15 junge Leute. Wir sind nach Göttingen feiern gegangen, weil das ist ja gerade reizvoll, muss ich ganz ehrlich gestehen, sich da so ein bisschen mit studentischer Jugend zu messen. Ne? Ich hatte uns natürlich auch immer wieder angezogen. Wir sind dann also in die Göttinger Innenstadt und haben da auch immer gefeiert und unseren Spaß. Merkst du was, Philipp? Ganz kurz, merkst du was? Am Anfang ja, vorher sagte er, mit Bomberjacke und wir wurden angegriffen, als würden wir nicht messen. Ich kann mir das gar nicht erklären. Und dann war ja schon reizvoll, dass wir da als Skinhead-Schläger uns da mit der studentischen Jugend messen wollten. Also. Thorsten, ne? Also das haben wir dich erwischt schon wieder. Ne? Also dass immer, wenn wir in die Stadt gegangen sind und besonders, wenn man mit 10, 15 Leuten losgegangen ist, das weiß man, da hat man immer Stress gesucht. Wir sind sogar zu Studentenkneipen gegangen. Wir haben das Jugendzentrum angegriffen. Wir haben die Wallhalbinsel damals angegriffen, das autonome Zentrum hier in Lübeck. Also, dass ich mich einmal hinsetzen würde in meiner Jugend und sage, ich habe rumgeopfert, weil ich mit Bomberjacke und ich bin stolz, ein Deutscher zu sein, in die Stadt gegangen bin, ganz friedlich, das würde mir völlig fernliegen. Das finde ich peinlich, das auch zu erzählen. Spaß gehabt, auch natürlich wieder mit der Antifa, da gab es richtig schön aufs Maul für die Göttinger Antifa. Also wir haben denen ordentlich gezeigt, dass diese Straße, wo wir uns jetzt befinden, nicht ihre ist. Das haben die dann auch sehr schnell begriffen. Und nach dem vorübertobenden... Axel, es tut mir leid, ich weiß, ich wollte länger laufen lassen, weil der Scheiß geht ja wirklich 40 Minuten. Das kann sich jeder nachher auch nochmal alleine angucken. Aber es ist so, wir die Kämpfer, wir die Straße frei. Was ist denn jetzt? Also ich kann mir das nicht anhören. Das ist also mit 15 Mann, 30.000 Linksextreme, die Stadt mit der Revolution Tabula Rasa gemacht haben, dass kein einzelner Rechter irgendwie in Göttingen selber wachsen konnte, sondern die mussten aus den Dörfern mit 15 Mann rein und haben dann mit 15 Mann diese 30.000, haben die Straße freigemacht wie früher die SA. Was für ein Heldenepos, Philipp. Vergess Felix Dahn, ein Kampf um Rom, Ben Hur, die Passion Christi, 00 Schneider, Nihil Baxter, das alles egal. Thorsten Heise mit seinen 15 Mann, der hat damals die Straße aufgeräumt und denen klargemacht, hier stehen jetzt wir. Das war die erste national befreite Zone der Bundesrepublik Deutschland. Was für ein Heldenepos. Ich bin tief ergriffen von dieser Männlichkeit und diesem Kampfkraft und dieser Vitalität und dieser jungen, frischen Braunhemdträger, die für die Zukunft marschierten. Mann, aber dann frage ich mich, warum da nichts so draus geworden ist. Also irgendwie ist Göttingen ja heute anscheinend immer noch linksextrem und da gibt es jetzt auch keine national befreiten Zonen. Und aber ist das, Thorsten, was ist denn da falsch gelaufen jetzt? Aber Axel, ist diese Rückschau, baut man sich dann selber auf, guckt er in den Spiegel und sagt, ja, ich bin wirklich so, ich bin der größte Kämpfer für Deutschland, ich bin jetzt wirklich der Letzte, ich bin der übrig gebliebene, ich bin dieser Held, der damals der einzige Straßenkampf gemacht hat? Tatsächlich, da haben wir schon oft drüber gesprochen, das war bei mir auch ganz klar der Fall, eine meiner Haupttriebfedern, mich in dieser Szene zu engagieren, trotz all der Einblicke, die ich auch schon hatte, was da nicht so lief, wie ich es in meinen kaputten Idealen mir vorgezeichnet hatte, war einfach Egoismus. Ja? Ich habe es geil gefunden, am Rednerpult zu stehen, zu denken, wow, geil, ich bin so wichtig, ich kann die alle am Nasenring vorführen, hier das ganze System, die Polizei, alle, die gegen mich sind und wow, was bin ich für ein Revoluzzer, wow, was habe ich hier Tolles geleistet, weil ich mit 100 Deppen irgendwie am Arsch der Welt mal um den Kreis gelaufen bin unter Polizeischutz. Und Thorsten Heise ist ähnlich so. Also du wirst immer, wenn du Thorsten Heise reden hast, hören, Geschichten gehört, da haben wir Folgendes, da stand ich vorne, da habe ich gemacht, da habe ich geleistet, schön, da habe ich getan.
Und das ist der Egomane, der hier spricht. Und in seiner Wahrnehmung hat er dieses Heldenepos verinnerlicht. Der denkt tatsächlich, der wäre hier der Leonidas gewesen, der mit seinen 15 Mann nicht auf den Thermophylen, sondern eben in der Studentenkneipe in Göttingen hier die Welt gerettet hat und dafür gesorgt hat, dass Deutschland erhalten bleibt. Ja, das ist so seine Wahnvorstellung, die er anheimgefallen ist und die er braucht, um sich selber darüber zu erheben und zu sagen, wow, guck mich an, was bin ich für ein geiler Typ. Was hab ich da nicht gerissen, ey, ne? Wow, also jeder normale Mensch würde ein bisschen Abstand sagen, Junge, du hast einen Schläger, du hast dich mit ein paar Leuten gekloppt, du bist dahin, hast Streit gesucht und dann warst du derjenige, der am brutalsten zugeschlagen hat. Was für eine Leistung, aber politisch aufgeladen sitzen natürlich dann Leute wie Depp Toller da und wow, geiler Typ, alter Kämpfer, wow, FAP-Power, wow, boah, ne? Aktionen haben uns wieder gemütlich da vor unsere Stammpinte gestellt und da wurden wir angesprochen von einem Kameraden von der FAP. Mhm. Der sah das erste Mal in seinem Leben Skinheads. Das waren wir nämlich schon. Aktion ja, gesehen und hat gesagt, die Jungs brauchen wir. Die brauchen wir. Und dann hat er gesagt, hallo, den wollten wir erst aufs Maul hauen. Weil der war auch schwarz gekleidet mit schwarzen Stiefeln, schwarze Bomberjacke, schwarze erstmal umhauen und dann fragen. Was ja, und hatte auch recht lange Haare. Und das war für uns natürlich zauberhaft. Zecke. Ja, musste ja eine Zecke sein. Er konnte aber gerade noch ein paar FAP-Spookies hochhalten. Und wurde dann im Grunde wurde erstmal, oh, ah, ein FAP-Mann. Toll, komm mal her, trink mal ein Bier mit uns mit, wer bist du denn? Und das war der Kreisleiter damals. Mhm. Und der lud uns ein zu einer Sonnenwendfeier zu unserem guten alten Kameraden Karl Polacek. Der hatte in Mackenrode ein schönes Haus sich gebaut, ein Norwegerhaus aus Holz. Der hat mal irgendwann in der wilden Krawallzeit da gesagt, wenn ich gewusst hätte, was hier mal auf mich zukommt, hätte ich eine Burg mit Schießscharten gebaut. Ja. Holz ist ich muss unbedingt auch Holz ausbauen. Ja, ja Schießscharten, was für ein toller deutscher Mann, also der Karl, haben wir gelacht. Der Karl Polacek, auch verstorben, ne? Schon lange, ne? Ja, schon länger, ein paar Jahre schon. Also wie gesagt, der war schon ein älterer Herr, der war Österreicher, der ist später auch abgeschoben worden. Der hat den Braunauer Ausguck dann rausgegeben, das war so ein FAP-Mitteilungsblatt und hat halt ein Anwesen. Auf diesem Anwesen fanden dann regelmäßig Kameradschaftstreffen und Nazi-Veranstaltungen statt. Und der Mann, der war ein fanatischer Nationalsozialist. Ja? Also da gab es nichts und irgendwie auch kein Vertun. Der war aus Überzeugung Braunhemdträger und hat natürlich dann Leute wie Thorsten Heise dann als Mentor herangeführt an die Weltanschauung. Ja? Also das waren damals, wie er richtig sagt, wir waren Skinheads. Wir haben uns geboxt, ne, und er hat die da mit offenen Armen empfangen und dann indoktriniert und in Marsch gesetzt, ne. Okay, jemand schreibt gerade, der dort an der Kneipe gewesen sein soll, soll Glenn Görz gehießen haben. Ja, das war damals der Betreiber auch des nationalen Infotelefons Norddeutschland. Der hat noch einen Bruder gehabt, André Görz. Der Glenn Görz war zeitweise dann Bundesgeschäftsleiter der FAP, hatte auch dann irgendwo im Norden die Bundesgeschäftsstelle. Und der ist später in Ungnade gefallen, weil er seine asiatische Putzfrau oder Gärtnerin, ich will nichts Falsches sagen, ja, geheiratet hat. Irgendwas. Das war dann für die Kameraden ja dann Rassenschande. Er hat das dann immer verteidigt noch, aber zu dem Zeitpunkt ist er dann quasi raus gewesen, hat keine Rolle mehr gespielt und ist auch in der Szene nicht mehr wohlgelitten gewesen dann. Das konnte er natürlich nicht ahnen, hatte das ja auch nicht geplant und ahnte ja nicht, dass also in so einer Form Gewalt gegen uns irgendwann mal ausgeübt würde. Und wir hatten dann unsere erste Sonnenwendfeier, trafen an einer gemütlichen Kaminrunde in diesem wunderschönen Norwegerhaus unseren Kameraden Karl Polacek und der hat also uns wirklich bewirtet und es war wirklich toll, war ein ganz, ganz toller Abend, war eine ganz tolle Sonnenwende. Damals mit 15 meine erste Sonnenwendfeier, schön unter Schwarz-Weiß-Rot mit Fackeln, Anmarsch auf den Feuerplatz und. Tja, da kann man mal sehen und das alle hier mal genau hinhören. Das ist bei jungen Menschen, besonders bei jungen Männern geht es um dieses, hier geht es gar nicht, guck mal, Politik hat hier gar keine Rolle. Es war Sonnenwendenfeier, ja, was grundsätzlich kann man eine Sonnenwendenfeier feiern, steht jedem frei. Wenn sie nicht politisch aufgeladen ist, aber hier geht es um, wir wurden toll bewirtet, ich wurde gesehen als 15-Jähriger mit Fackeln am Lagerfeuer und so weiter, ist ja eine fast Schwärmerei und das ist das, was ich immer sage, das ist halt eine Erlebniswelt, wird auch geboten, ne? Man wird aufgenommen, man wird gesehen und das ist rechtsextreme Jugendarbeit, ne? Das ist das, was er gerade erzählt hat.
Ist ja genauso wie bei mir, wo ich damals 13 Jahre alt war, so ein kleiner Stöpke, der kommt in so einen Saal rein von lauter NPD-Anhängern, die schon Großväter hätten sein können, applaudieren dir, nehmen dich wahr, nehmen dich ernst, reden mit dir wie mit einem Erwachsenen, bewirten dich, komm hier, trink mal was, und hast du noch Hunger, und das macht natürlich was mit einem, ja, und das ist ja das Verwerfliche, diese Gefühlsarbeit, die dann auch von diesen alten Kadern gezielt und bewusst gemacht wird, ja, denen geht's ja nicht darum, den Jungen was Gutes zu tun, weil in dem Augenblick, wo Heise gesagt hätte von wegen, ach, ich interessiere mich aber eher für Punkmusik und ich finde jetzt die alternativen Ideen eigentlich viel ansprechender als hier Braunhemd und Fackeln und alles, ja, dann hätte er aufs Maul bekommen, dann wäre er ausgeschlossen worden, dann wäre nichts mehr gewesen mit, wir bewirten dich und du bist unser Freund. Also man ist nur so lange in diesen Szenen halt wohl gelitten, wo man dann den Wortführer nachläuft und wo man dann diese gebotenen Inhalte auch annimmt. Und das hat er dann sehr schnell gemacht, diese Inhalte adaptiert und plötzlich war er Teil von etwas ganz Tollem. Genau, und man selber merkt die Radikalisierung ja nicht. Na, man selber merkt es ja teilweise. Es wird ja schleichend gemacht. Also jetzt setz dich mal zurück, du bist 15. Ja, du kommst da vielleicht als Verhaltensauffälliger, du bist schon Skinhead, du bist schon Schläger. Das zeigt ja schon, dass irgendwas bei dir so gelaufen ist, dass du was suchst. Ja, und dann ist da ein älterer Herr mit älteren Leuten, hat ein riesen Anwesen, schön eingerichtet, großer Kamin, bewirtet dich, nimmt dich wahr, nimmt dich ernst. Du denkst dir in dem Augenblick ja dann nicht von wegen, hat der Böses im Sinn oder was wird hier verkauft, sondern... Ach, das ist nett, das gefällt mir, der ist ja gut zu mir und den verteidige ich jetzt, weil wenn einer was Böses gegen den sagt, kann ich mir nicht vorstellen. Der Thorsten tut ja auch hier, als wenn er als 15-Jähriger schon fertig ist als Nationalist. Ne? Natürlich wissen wir alle, dass 15-, 16-, 17-Jährige noch bedeutend schneller beeinflussbar sind, besonders über ältere Kameraden und natürlich über das wahrgenommen werden und gesehen werden. Das war ganz, ganz wunderbar und da haben wir gesagt, das ist interessant, das scheint spannend zu sein. Das könnte was für die Zukunft werden. Und wir sind dann häufig zum Kamerad Polacek gefahren. Wie viele Leute wart ihr? Also ja, wir waren ungefähr 15. Eure Gruppe? Harter Kern, ja. Mhm. Harter Kern. Ne? Und Umfeld vielleicht so 50. Das ist so von den Dörfern, was da bei uns in Nörden so rumschwirrte. Und der harte Kern ist dann regelmäßig zum Karl gefahren. Und das war dann für mich eigentlich selbstverständlich, dass ich da eintrete. Das war gut, ich habe mir das Programm durchgelesen und habe gesagt, ja, das will ich auch, das finde ich gut. Mhm. Die Aufkleber sprachen mich natürlich auch an, da hatten wir ja noch richtig schöne. Das ist ja heute gar nicht mehr möglich. Plakate waren auch sehr gut. Die Ausländer raus und also die schönen Aufkleber, Ausländer raus, also die FAP war schon sehr vulgär und war schon ultra radikal. Ja? Ja. Also die Aufkleber waren entweder so eine Verklärung des Dritten Reiches mit irgendwelchen Arbeitern, die mit Armbinde genau. Dann hier für Freiheit und Sozialismus, ja, und deutsche Kämpfer und oder tatsächlich wirklich absolut vulgär, ja. Also da sind Aufkleber verbreitet worden, wie er heute sagt, wäre heute gar nicht mehr möglich, weil die krass volksverhetzend waren. Ja? Genau, also die kann man teilweise noch finden bei Google, ja. Genau, also sehr, sehr direkt, es waren auch Spuckis, man muss auch sagen, also ganz oft Spuckis und die waren sehr gesucht, die waren schon sehr beliebt in der rechtsextremen Szene, ne? Weil sie halt sehr, sehr direkt waren im Vergleich zu dem, was die NPD war natürlich auch noch sehr, aber die FAP war nochmal bedeutend drüber, ne? Und, aber auch hier, Axel, weil vorher ja rumgeopfert wurde mit dem Haus. Naja, wenn jemand da sein Haus zur Verfügung stellt, dann da treffen sich Neonazis. Das müssen wir dürfen das nicht vergessen. Das ist nicht, ja, sondern wenn da 15 Leute hinfahren und dann umfällen oder treffen sich in diesem Haus, treffen sich irgendwie 50, nachher auch 60 Leute, die sich als Hardcore-Neonazis bezeichnen, ist klar, dass dieses Haus und diese Leute ins Visier kommen. Das ist für mich außer Frage. Und ob das aus der demokratischen Mitte ins Visier genommen wird und von anderen, von dem klassischen Gegenspieler, das wissen alle Extremisten, dass man dann ins Visier kommt. Vor allem, es sind ja nicht nur Leute, die da so ein bisschen Wald und Wiesen, wir machen Lagerfeuer und dann werden wir bewirtet. Es waren gewalttätige Schläger, es waren Skinheads, ja, die sind rausgegangen, Heise hat es ja anklingen lassen, haben sich dann mit den Studenten gemessen, haben um die Straßen gekämpft, sind dafür auch angesprochen und eingeladen worden. Man braucht jetzt nicht zu glauben, dass wir es hier mit Pazifisten zu tun hatten, die dann irgendwie böse angegriffen worden sind. Das waren ja Leute, die Konfrontation gesucht haben, die dann aber sofort losschreien, wenn diese Konfrontation, die sie mit angezettelt, angestiftet und gesucht haben, dann letztlich sie auch in ihrem Haus und Hof dann heimsucht. Ich finde das auch nicht gut, keine Frage, aber
es kommt ja nicht einfach so. Es passiert ja nicht einfach so, dass da plötzlich dann militante Antifaschisten vor der Tür stehen. Und ich weiß nicht, ob man das Bild gerade sehen kann, ja. Ich habe das jetzt einfach mal reingepackt, damit man sieht, auch wie man da rumgelaufen ist damals. Ne? Diese selbstgebastelten Uniformen, braunen Hemden, schwarz-weiß-rote Fahne da an den Ärmel ran und so weiter, damit man mal auch so ein Gefühl dafür hat, wie das aussah, dass das nicht der Thorsten Heiß ist, der da heute ganz leger sitzt in einem lockeren Outfit, ja, sondern das, da muss man immer noch... Da muss man immer dran jetzt denken. Muss ich deine Szenekenntnis mal abfragen. Die rote Kordel, die er trägt, was bedeutet die? Keine Ahnung. Das waren die Rangabzeichen. Schwarz war Aktivist, blau war Stützpunktleiter und rot war Kameradschaftsführer. Und er war damals Kameradschaftsführer der Kameradschaft Nordheim, die dann noch sehr lange Bestand hatte. Und ich glaube, die ist verboten worden, oder? Ich muss dazu sagen, hier oben gab es ja dann... Also hier oben kam das nicht an mit den Braunhemden. Ich weiß gar nicht, ob es nördlich von Thorsten Heise was gab, wo es hier Braunhemd gab. Bei uns gab es ja dann den Hamburger Sturm nachher und was gab es denn in Hamburg noch? Und dieses Braunhemd-Kram kam hier oben nie so richtig an. Also selbst zu meiner Zeit, wo ich angefangen habe, 93, 94, gab es die FAP noch. Erinnere mich an gar keinen. Also sowas war hier oben. Was war denn noch? Hamburger Sturm und wo war der Götz auch dabei? Wie hieß das? Das war ein nationales Infotelefon. Der nationale Götz Liste. Nationale Liste. Ja, das war Worch. Das war ja Worch ja. Und Steiner. Da ja, genau. Aber die waren ja auch nicht braunhemdmäßig unterwegs. Ja, intern schon. Also Steiner vor allem, Worch nicht. Worch hat das so abgelehnt. Das war nicht seins. Aber Steiner schon. Also Steiner ist viel im Braunhemd rumgelaufen. Aber das waren halt so Koryphäen. Wir waren ja damals auch die Braunhemdträger. Das war halt diese Kühnentradition, wo einige Leute Wert drauf gelegt haben. Was aber die breite Masse, für die war das Karneval. Und das ist auf der breiten Masse gar nicht angekommen. Da hatte keiner Bock drauf. Das war ja auch wirklich bieder. Also stell dir mal vor, du bist dann zum Kameradschaftsabend gekommen, hast hier vorher noch so ein Braunhemd mit einem schwarzen Binder anziehen müssen. Das wirkte einfach wirklich wie Karneval. Das war so ein Camouflage-Ding halt für einige. Und das ist in der breiten Masse, in der gesamten Szene irgendwann überhaupt nicht mehr en vogue gewesen. Es waren immer Einzelne wie Tegetorf oder Steiner oder Brehl oder wir dann, die das durchgezogen haben. Aber die breite Masse hatte da keinen Bock drauf. Ist halt, ne? Also genau, so, was anderes gab es früher gar nicht. Aufkleber gab es gar nicht. Habe ich noch ein paar von Siggi damals bekommen. Oh ja, ja. Wir gerne Sammelstücke heute. Ja, da lieferten wir uns dann regelrechte kleine Schlachten, ja, wie das halt mit 15 so ist. Ich war schon in der Ausbildung. Das war auch witzig, ja. Also deswegen, wenn mich wer fragt, wo ich groß geworden bin, im Belfast der BRD, Göttingen war ja sehr extrem mit den Brandanschlägen, mit den Anschlägen überhaupt auf nationale Menschen, auf Polizisten. Alles, was also nicht links war, ist gleich rechts. Ja, das konnten CDU-Leute sein. Alles, also alles, was da konservativ war. Ja, aber kann man ja umdrehen. Kann man doch jetzt genauso umdrehen. Alles, was nicht rechtsextrem ist, ist für euch doch schon links. Ja, also für euch ist doch schon die AfD eine Systempartei, weil die sich nicht auf den Nationalsozialismus beruft und für eine Abschaffung des Parlamentarismus offen eintritt. Ja, also das ist schon mit dem Finger auf andere zeigen, aber auf sich selber den Blick richten, geht mir weg. Wir sind perfekt, sind nur die anderen. Der so Nazis. Krass halt in Göttingen. Ja, ganz schlimm, ganz schlimm. Ganz und das war schon, wo du 15 warst? Oder fing das dann erst an, dass es noch mehr radikaler wurde? Nein. Es radikalisierte sich immer mehr. Die machten uns dann natürlich als Feinde aus. Wir waren natürlich auch gut zu erkennen, ja. Also ganz kurze Haare, Bomberjacke, Stiefel. Konnte man jetzt schlecht sagen, nee du, ich bin eigentlich gar nicht national. Wollten wir auch gar nicht. Wir wollten ja zeigen, wer wir sind. Wir wollten ja unsere Gesinnung nach außen kehren. Und wir wollten auch Widerstand leisten. Und das haben wir ja auch Jahrzehnte gemacht dann dort. Ja. Mhm. Ja, es ist immer dieses Widerstand leisten auch, ne? Es ist ja erstmal geht man hin, ne? Man präsentiert sich so, wie man ist. Man präsentiert sich als Neonazi, ja, möchte dort sozusagen das System abschaffen. Ja, es war eine ganz klare Forderung nach einem Vierten Reich, nach einem Führerstaat, Abschaffung der Demokratie. Und dann haben wir Widerstand geleistet. Ne? Man darf, das ist immer so auch dieses, das typische Rumgeopfer, was wir am Anfang gesagt haben. Ja, wir wollen hier alles verändern. Wir grenzen Menschen aus, wir würdigen Menschen herab. Und die Aufkleber haben sie eben noch beide drüber gelacht. Da wurden teilweise wirklich Menschen herabgewürdigt. Es war stark rassistisch, antisemitisch, es war homophob. Ja, also, und dann auf einmal
ja, zu sagen, okay, wir sind hier die Opfer, wir haben ja Widerstand dagegen geleistet. Nee, ihr habt es erst rausgeholt, nach meiner Meinung. Naja gut, aus Ihrer Sicht ist das ja Widerstand. Widerstand gegen Freiheit, gegen Toleranz, gegen Gleichberechtigung, das ist Ihr Widerstand. Ja, also natürlich leisten Sie Widerstand, weil Sie ein System haben wollen, was auf Unmenschlichkeit basiert, was undemokratisch ist, was totalitär ist, was gewalttätig ist, was die Menschen entrechtet, ja, einteilt und bewertet nach ideologischen Standpunkten, die Sie in Ihren kranken Köpfen willkürlich entfalten. Natürlich leisten sie Widerstand in ihrer Wahrnehmung, Philipp, ja, aber immer die Frage stellen, wogegen Widerstand, weil Widerstand klingt auf den ersten Blick natürlich immer erstmal, oh, ich kämpfe gegen einen bösen Eindringling, aber diese Leute sind es, die jetzt einen Kampf führen und die Eindringlinge sind in die Demokratie, in die pluralistische Gesellschaft, in die Weltoffenheit, die sie verachten und die sie als Bedrohung für ihre Ideologie ansehen. Ja, du hast dann in der FAP ja auch gewisse Leute kennengelernt. Ja, alle. Also Sigi, Friedhelm Busse, alle, und so weiter. Ja, ja. Damals noch nicht. Also Sigi habe ich erst so vielleicht 86 kennengelernt, glaube ich. 85 oder 86, bin gar nicht ganz sicher. Für uns zuständig war... Wie alt ist denn der Thorsten Heise? 85, 86? Ist der 10 Jahre älter als ich? Ist der Mitte 50 schon, ja? 69 geboren, ja, der ist jetzt 54. Ja, dann hat 16-, 17-Jähriger kennengelernt. Ja. Volker Heide, das war der damalige Gauleiter von Niedersachsen. Und ich kam in den Kreisverband Göttingen-Nordheim, der FAP, und war da einfaches Mitglied. Aber weil es mir lag, habe ich immer die Reichskriegsflagge vorne getragen. Ich war halt einfacher Fahnenträger, das war eine schöne Zeit. Man brauchte sich keine Gedanken machen, wir waren eine halbmilitärische Formation, Dienstbefehl, Ausführung. Mhm. Und das ist natürlich schön, das ist eine schöne, unbeschwerte Zeit. Schön, einfach mal Befehl ausführen und einfach nicht nachdenken müssen. Schön, schön. Ne? Dann hättest du auch zur Bundeswehr gehen können, aber... Ihr wolltet ja was anderes, ne? Aber war schön. Einfach mal Befehle ausführen, Angriff, wenn der Gauleiter Angriff sagt, ja, und dann vorweg und schöne Zeit, Philipp, oder? Wer wünscht sich das nicht? Denken ausschalten, einen Führer befehlen lassen, da träumen wir doch alle von, oder? Ich muss leider sagen, Axel, dass sich leider ja sehr viele Männer wohlfühlen in diesen Strukturen. Ja, da muss ich leider so ein bisschen rein, weil ich habe ganz viele kennengelernt, die hätten nie eine Führungsposition übernommen. Ich hatte ganz viele Kameraden dabei, die konntest du irgendwie beim Fahrradständer abstellen und sag, bewach den fürs Vaterland. Da fühlte der sich ganz wohl, wenn der 10 Stunden da nur stehen durfte. Ne? Und der Thorsten, so besonders als junger Mann, ja, man ist da drin aufgegangen, man hat erstmal das gelernt, diese Strukturen, weil es da so klar hierarchisch ist. Ne? Ich habe da sehr viele kennengelernt, die sich ganz wohl gefühlt haben als Befehlsempfänger. Diese Sehnsucht nach Unfreiheit, ja, so nenne ich es jetzt mal, hat sich aber mittlerweile gewandelt. Also er adressiert jetzt wirklich nur an diese alten Leute, die in den alten Strukturen drin waren. Ich glaube, der moderne Rechtsextremismus, das sind alles knallharte Individualisten, ja, die lieber selber irgendwas darstellen wollen, die ein Problem damit haben, sich irgendwie ein- und unterzuordnen. Ich glaube, so diese Klassiker, die ich auch noch kennengelernt habe von Leuten, die einfach froh waren, dazuzugehören, die es einfach haben wollten, die Verantwortung abgeben wollten, im Glauben dann etwas Gutes zu tun und dadurch auch dann schön auf die Schulter geklopft zu werden. Ich glaube, das gibt es heute nicht mehr so. Ich glaube, es ist auch weniger geworden. Das würde ich auch so unterschreiben. Ich glaube, es ist auch weniger geworden. Ich kann mir auch nicht erklären, womit das zu tun hat. Vielleicht auch mit einer gewissen Veränderung der männlichen Wahrnehmung, keine Ahnung, oder Individualität durch Internet, keine Ahnung. Ich glaube tatsächlich Internet. Also der Depp Toller hat es ja eben auch richtig festgestellt. Damals musste man eben in Gruppen irgendwie aktiv werden und hat sich da dann sozialisiert. Und da gab es halt immer eine klare Hierarchie, eine klare Struktur. Ja, egal, ob es bei der NPD der Kreisvorsitzende war, in der Kameradschaftsführer oder in der FAP der Gauleiter. Das war halt ganz klar, dass man, wenn man dazugehören wollte, man sich in so eine Gruppe eben dann einklinken musste. Heute radikalisieren die Leute sich übers Internet, über TikTok, wenn sie Steven Feldman, den Stabibi gucken oder wenn sie irgendwie bei 4chan irgendwelche Incel-Geschichten sich anschauen, die dann verknüpft werden mit Verschwörungstheorien, mit Antisemitismus, mit Rassismus. Und das ist dann eher eine individuelle Geschichte. Ja, also die Leute sind dann eher... Man ist schneller wieder weg, man kann dann sich wieder zurückziehen, woanders Anschluss finden.
Ne? Ja, oder so ein Doppelleben führen. Ja. Also damals bist du mitmarschiert und du kannst ja heute in der Anonymität des Internets, kannst du rumtrollen, kannst du rumpöbeln, kannst dir ein Bild aufbauen, aber halt rausgehen, so wie unser Freund der Schattenmacher das macht, und anonym bleiben und nicht anecken. Das ist für viele natürlich auch viel interessanter, als im Braunhemd mitzumarschieren und sofort geoutet zu werden und jeder weiß von wegen, in welche Ecke du stehst. Ne? Ja, ich glaube, die war so 3 Meter hoch und man konnte ihn in der Mitte auseinandernehmen und hatte dann einen Eichenknüppel unten und die Fahne oben. Und das habe ich auch leider oft machen müssen auf Demonstrationen. Da musste man das aufeinander... Ja, voll Lotte, komplett. Also meine ersten Demonstrationen waren Hameln... Auch dann 15, 16, ja, das waren, das ging da um die Auflösung der Kriegsgräberstätte. Das hat uns sehr erregt. Die haben in Hameln ein sogenanntes Kriegsverbrechergefängnis gehabt. Da wurden ganz viele Kameraden hingerichtet. Und die hatten sozusagen eine Kriegsgräberstätte an das Gefängnis angeschlossen. Hm. Und der Jüngste war, glaube ich, 15 Jahre. So alt wie wir auch dort, als wir mitmarschierten. Und dann gingen die mit Bulldozern gegen diese Stätte vor. Es wurde verkauft und bebaut, ja. Und das hat uns fürchterlich erzürnt. Und da sind wir. Welche Kameraden sind da gestorben? Ich habe die eigenen Kameraden sind da hingerichtet worden. Ja, er spricht ja, es ist für ihn ja eins. Er ist ja der Fackelträger, er ist ja die neue Generation. Also die Kameraden sind die alten NS-Kriegsverbrecher, die hingerichtet worden sind. Ja, und das war dann so diese Staffelübergabe. Die Demo ist damals von Thomas Brehl angeführt worden. Da habe ich sogar irgendwo noch Aufnahmen von rumfliegen. Und das war dann eine der ersten großen Aktionen dann auch für die Neonazi-Szene, wo man sich A, in diese Tradition des Nationalsozialismus stellen konnte und B, natürlich dann wieder rumopferte, anstatt hier den Helden zu gedenken, die von den bösen Siegermächten dann ermordet worden sind, die tapfer bis zuletzt zur Fahne treu standen, die sollen jetzt hier entehrt und deren Gräber einbetoniert werden, damit da gebaut werden kann. Das war natürlich für die Szene so ein erster Heldenmythos, der später dann immer wieder auch dann kopiert wurde, wenn es um Hess, um die Bombardements ging und so weiter und so fort. Halt dieses typische Wir-Opfer und unser Gedenken wird besudelt und wir sind die letzten Bannerträger. Das war damals sehr identitätsstiftend für die Neonazi-Szene. Okay. Natürlich los. Otto Ernst Rehmer damals noch mit dabei und so weiter und so weiter und so weiter. Und wir waren etwa 400, 500 Kameraden. Das war damals viel. Ja, ja. Also ja, 400, 500 Volkssozialisten auf der Straße, das sah man nicht so häufig. Das war so das erste Mal vielleicht seit 45, dass so viele Kameraden, die da ganz eindeutig ausgerichtet waren, marschierten. Und die Linken, das muss man sich heute auch mal vorstellen, also sie hatten, glaube ich, 12.000 oder 15.000 Gegendemonstranten auf der Straße. Davon aber wirklich 5.000 Schwarzer Block. Und Schwarzer Block war damals, also Motorradhelm, ja, vermummt. Damals war es auch noch erlaubt, glaube ich. Mit Knüppeln und Zwillen, ne? Und auch mit Molotow-Cocktails. Das war völlig normal. Also das war in jeder Demonstration. Bei jeder Demonstration ist im Grunde immer die Verletzungsgefahr oder sogar Schlimmeres mitmarschiert. Und ich erlebte da wirklich tolle Sachen. Also Toll. Toll. Verletzungsgefahr, Molotow-Cocktails, Zwille, toll. Super. Also wer möchte das nicht mal am Wochenende haben? Schade, dass es diese Demos heute so nicht mehr gibt. Also ich wüsste direkt, wo ich am Wochenende nicht hinfahren würde. Ne? Aber toll einfach, toll. Tolle Sachen erlebt. Super, möchte ich nicht missen, diese Zeit. Dieser Kampf, toll, Philipp, oder? Ja, man kann sich das so gar nicht mehr vorstellen. Also auch, wie man das gefeiert hat. Also das klingt dann auch so, ja, die waren da bewaffnet mit Motorradhelmen und so weiter. Und die sind nur mit Molotow-Cocktails gekommen. Und wir hatten nur unsere Fahne mit und konnten uns, falls nur wehren, so mit Stöckern. Ich habe schon mal ein altes Video behandelt, wo man sich gegenseitig gejagt hat bei Beerdigungen und so weiter. Also dieses neue Narrativ zu schaffen, wir sind dahin und wollten für Gräber und für Tote demonstrieren und die anderen sind gekommen und haben nur Krawall gemacht. Also so einfach kann man die Geschichte immer nicht erzählen. Ich weiß, ich habe selber auch mit vielen aus der Antifa zu tun gehabt und nicht aus der Antifa, bevor es gleich wieder jemand schreibt. Teilweise militant, dann nur in der Recherche, dann in der Aufklärung als Antifaschist
Und da gibt es Abstufung halt. Dieses 5000 Leute mit Helmen, das ist halt so ein Narrativ, das er hier aufbaut, das es so auch nicht gegeben hat. Also 5000 mit Helm und nur Molotow-Cocktail schmeißen, man kann das nicht. Man muss also schon hier tatsächlich sagen, die damaligen schwarze Block-Veranstaltungen waren halt wirklich militante Linksextremisten, die durchaus schon, also in Berlin auch bei Demos gegen die Weidlingstraße, wo es dieses Nazi-Zentrum da gab, da kamen schon tausende Gewaltbereite zusammen. Das ja, war das hier, wir reden über 5000, also ich guck mir gerade die Bilder hier an. Gegendemonstrationen insgesamt etwa 700. Ja, also die Bilder sind im Internet hier zu sehen, bei FAP-Anhänger bei ihrem Durch. Also da muss man ein bisschen, Axel, also wenn du da ja, also 5000, also er erzählt, Axel, warte, er erzählt von 5000 helmtragenden, ja, schwarz gekleideten Molotow-Cocktail schmeißen, das habe ich noch nie gesehen. Die Challenge gebe ich dir, zeig mir ein Bild von 5000, du kannst sogar in die neue Zeit gehen, da gehe ich nicht mit. Also, nein, das, also wenn du da auf den keine Frage, aber es klang jetzt so ein bisschen so, als wenn es das gar nicht gegeben hätte. Also es gab schon in nennenswerter Anzahl. Ich habe auch noch nie 2000 im schwarzen Block schwarz gekleidet gesehen. Ja gut, so die ersten Mai-Veranstaltungen, gerade so zur Wendezeit, aber, da kann das schon hinkommen. Aber auch da ist es ein Misch aus Leuten. Auch da ist es ein Misch. Sondern er redet ja hier fast von einer paramilitärischen, optischen Einheit. Gut. Und ich gebe dir die Herausforderung, zeig mir ein Bild, ein Videomaterial von 2.000 bis 3.000, 4.000, 5.000 Leuten, schwarz gekleidet, mit Helm und so weiter. Die wirst du nicht mal finden zu den 68er-Protesten, weil es da auch wieder gemischt war. Zwischen Studenten, die protestiert haben, Radikalen und so weiter. Und dieses Narrativ aufzubauen, das ist einfach nicht richtig. Ja, gut, aber du musst schon sagen, in der Größenordnung keine Frage, aber dieser schwarze Block, der ist ja extra abgegrenzt gewesen von anderen linken Demonstranten, weil die halt auch tatsächlich militärisch organisiert waren. Da gab es richtige Strukturen, ja, die haben wirklich da ganz anders funktioniert. Die waren ja immer Teil dann ein abgegrenzter von den großen linken Veranstaltungen. Ja, also ich würde schon sagen, dass die schon auch als eine homogene Einheit gegeben hat, diesen schwarzen Block. Nein, von dem also diese Einheit hat es gegeben, aber trotzdem war es in der Demo, war es ja nicht so im Links, also das habe ich auch noch nie so gesehen, also dass dann innerhalb der linken Demo so drei Demos abgeschottet waren, komplett. Sondern die haben sich immer vermischt, die haben sich nachher zusammengerottet, hat man auch bei G20 wieder gesehen in Hamburg und so weiter, erst zusammen, dann rotten die sich zusammen, dann gibt es ja auch Leute, die das zusammenrufen und so weiter. Ihr schreibt gerade Schlaffers an der Realität vorbei, also 5000, das tut mir immer leid, dieses Bashen dann auf dem Linken und alle Linken einen Pott werfen, dem kann ich hier immer nicht mitgehen. Also das... Das habe ich jetzt aber tatsächlich so nicht verstanden, weil er explizit hat von dem schwarzen Block, der als Teil nochmal in dieser größeren Veranstaltung, weil er sagt ja irgendwas von wegen 13.000 und das sollen dann angeblich 5.000 gewesen sein. Das ist ja nochmal ein Unterschied. Vielleicht habe ich es falsch verstanden. Also meine ersten Demonstrationen waren Hameln. Auch dann 15, 16 Jahre. Und der Jüngste war, glaube ich, 15 Jahre. So alt wie wir auch dort, als wir mitmarschierten. Und dann gingen die mit Bulldozern gegen diese Städte vor. Es wurde verkauft und bebaut, ja. Und das hat uns fürchterlich erzürnt. Und da sind wir natürlich los. Otto Ernst Rehmer damals noch mit dabei und so weiter und so weiter und so weiter. Und wir waren etwa 400, 500 Kameraden. Das war damals viel. Ja, ja. Also ja, 400, 500 Volkssozialisten auf der Straße, das sah man nicht so häufig. Das war so das erste Mal vielleicht seit 45, dass so viele Kameraden, die da ganz eindeutig ausgerichtet waren, marschierten. Und die Linken, das muss man sich heute auch mal vorstellen, also sie hatten, glaube ich, 12.000 oder 15.000 Gegendemonstranten auf der Straße. Davon aber wirklich 5.000 schwarzer Block. Und schwarzer Block war damals, also Motorradhelm, vermummt. Damals war es auch noch erlaubt, glaube ich. Mit Knüppeln und Zwillen und auch mit... Diese 5.000 hat es so nicht gegeben. Die Herausforderung gebe ich an alle hier raus, könnt ihr euch nachher melden. Das war in jeder Demonstration. Das ist Narrativ, genau das ist das Problem. Dieses Narrativ versuchen Sie jetzt zu geben. Wir sind die harmlosen Demonstranten, da sind 5.000 Gewaltbereite gekommen. Das ist für mich ein Narrativ, das ich so im Internet nicht stehen lassen möchte auf meinem Kanal. Das kann jeder bei sich sonst wo stehen lassen. Ich lasse das jetzt mal laufen, aber da ist jeder herausgefordert, dass Thorsten Heise da das zu zeigen. Altenbrunde immer die Verletzungsgefahr oder sogar Schlimmeres mitmarschiert und ich erlebte da wirklich tolle Sachen. Also
das muss ich mir vorstellen, das kann, was macht heute keine Zecke mehr. Die Zecken damals haben wirklich, der schwarze Block hat unsere Marschroute, wir hatten also Lautsprecherwagen, das war so ein alter Manta, ja, mit Lid oben drauf, noch Lautsprechern drauf, ja, mit klassischer Musik und so weiter, ja. Manta, ja, wirklich. Und da haben die Straße aufgerissen. Könnt ihr euch das vorstellen, dass die Straße aufreißen und 2 Meter tief ausschachten? Die haben die Straße 2 Meter tief auf 3 Meter über. Also das können sich die meisten heute nicht mehr vorstellen, mit was das los war. Man kann sich auch mal das Video angucken. Das habe ich auch mal vor, die Chaostage in Hannover anzugucken. Das war ein Misch da draus, dass es drei Tage lang fast Ausschreitungen gab. Es war halt, die Polizei war bedeutend unprofessioneller. Das muss man auch immer sagen. Auch da ist natürlich erst ein Lerneffekt gewesen. Das, was auf der Straße war bei den Demonstrationen, weil die Polizei auch dazugelernt hat. Wir haben schon ganz viel gemacht zu alten Demonstrationen und so weiter. Und da war es, dass die Polizei das hat teilweise manchmal sogar laufen lassen. Ja, und dann erst später Einheiten dazugeschickt hat, um Leute zu trennen. Und es ging immer darum, auch die Demonstrationsrouten dementsprechend auch zu stören, dass man überhaupt gar nicht erst in die Stadtviertel zum Demonstrieren kommt. Auch da hat die Polizei später dazugelernt, dass man nachher dann irgendwo im Industriegebiet marschiert wurde, dann wurden die Routen nicht zugelassen aufgrund der Angst dieser Zerstörung. Also das, was man so stehen lassen kann, ist natürlich, dass eine viel, viel größere Gewalt dort war. Man war bereit, auch die Demonstranten dementsprechend anzugreifen, zu verletzen und so weiter. Aber von den Erzählungen, wie der Thorsten das hier erzählt, hätte es hier hunderte Tote geben müssen. Auch da kann man bei den Demonstrationen natürlich mal googeln. Ich sage ja, also ich hab hier gerade mal gegoogelt, also hier offizielle Quelle hier vom Verfassungsschutz, Anfang der 1990er Jahre marschierten in Göttingen auf der von Antifa organisierten Demonstration bis zu 2000 Menschen im schwarzen Block mit. Ja, also wie du schon sagst, bis zu 2000 Menschen, die auch nicht alle dann autonome waren, aber dieser schwarze Block, das war schon eine taktische Einheit, die als solche auch wahrnehmbar sein wollte, die halt Massenmilitanz gefordert haben. Die Höchstzahl, die da mitmarschiert ist, waren 2000. Also was der Heise hier erzählt. Wie es gesagt wird. Es ist, ja, na klar, keine Frage. Es geht um Helme, es geht um Knüppel, Molotow-Cocktails und so weiter. Und dieses Narrativ, das ist das Problem, da sollen die Leute nicht drauf reinfallen, dass sie es erzählen, ach, da waren 5000 mit Molotow-Cocktails, Helmen und so weiter. Und das Bild, das da entsteht, Axel, darum geht es, es wird ein Bild aufgebaut. Und das stimmt so einfach nicht. Also wenn man sich mit den Bildern beschäftigt, ist trotzdem der schwarze Block auch nie trotzdem eine geschlossene Einheit. Das ist auch nicht, diese 2000 treffen sich auch nicht vorher in einem Saal und besprechen das und so weiter. So funktioniert auch der schwarze Block nicht. Also das ist nicht eine Organisation, die sich einmal im Jahr zu einem Jahrestreffen trifft. Ne? Und auch gut, nicht, aber es gibt da ähnlich wie in der Kameradschaftsszene informelle Netzwerke. Ne? Also genau, es gibt da schon natürlich die Parole auch dann Organisation durch Desorganisation, aber es gibt schon interne Zeitschriften wie Interim damals, ja, und auch illegale Zeitschriften und Plenums und also genau, es hat keine Einheit, aber es hat schon eine gewisse Struktur. Ja, aber es ist nicht vergleichbar mit einer FAP oder so, also mit Strukturen. Das ist ja im linken Bereich ja trotzdem oft nicht. Also es gab keinen Zwang, im Braunheim zu kommen oder zu einem Treffen zu kommen und so weiter. Also das ist ein anderes Milieu. Also ganz viel habe ich kenn, immer, wenn da getroffen wurde, selbst wenn es ein Plenum gibt, Axel, heißt es noch lange nicht, jemand wird gezwungen. Ja, als Kamerad musstest du auf die Straße, wenn du keine Ausrede hattest da zu den Zeiten. Und das gab es in dem Bereich halt nicht. Ne? Und da waren die Gruppen sich auch ganz unterschiedlich in der Ausrichtung. Und das war bei der FAP anders, weil es da von oben vorgegeben war, ganz klar hierarchisch. Und das ist im linken Bereich ganz selten, dass es hierarchisch ist. Also das ist genau das, wo sich ganz viele im linken Bereich stellen, gegen diese Hierarchien, gegen Befehle und Gehorsam und Gruppendynamiken und so weiter. Das ist gerade im linken Bereich, würde ich sagen, ist es genau anders. Das kommt, also den linken Bereich, der ist ja von Anarchisten bis hin zu orthodoxen Kommunisten, ist der so breit gefächert. Da gibt es auch schon Befürworter von krassen Hierarchien. Geh mal zur MLPD oder geh mal zur DKP oder geh mal zu militanten Autonomen. Ja? Also da ist schon, wenn du nicht da bist hier auf der Demo gegen Hessmarsch oder auf der Demo, wenn die Nazis stehen, da musst du dich auch rechtfertigen, da wirst du auch rund gemacht. Also ich würde das nicht so pauschal hinstellen, dass Linke keine Hierarchien kennen. Ne? Es ist ein Teil der Linken. Ich würde sagen, zu 1% im Linken würde ich sagen, die meisten Linken verabscheuen Hierarchien, würde ich sagen. Also besonders wer in der Linksradikalität oder Linksextremismus unterwegs ist, würde ich sagen, verabscheut. Und das kommt auf die Ausrichtung an. Das kommt immer auf die Ausrichtung an.
die gesamte Straßenbreite in der Stadt ausgeschachtet, damit wir mit unserem Wagen nicht durchkamen. Die Seitenstraßen waren völlig blockiert. Polizei war etwa mit 3.500 Kräften vor Ort. Ja. Mhm. Und ich erlebe da folgende Szene. Ich war ja Fahnenträger, war ja ganz vorne dabei. Vor mir gingen nur Rehmer, Heidel, verschiedene Kameraden. Und ich erinnere mich daran, dass also der Polizeieinsatzleiter zumindest für den Bereich zu uns kam. Wir waren rechts und links flankiert von Polizeibeamten. Da waren die ersten Frauen auf der Straße zu sehen bei Polizisten. Da haben wir die Köpfe drüber geschüttelt. Da waren ja wirklich Steinhagel. Also wirklich, dass man die Sonne nicht sehen konnte. Von den Zecken und Zwillennagel auch. Also wenn man jetzt... Konnte die Sonne nicht sehen. Es hat sich verdunkelt wie so ein Speerregen in irgendeinem Heldenepos. Also plötzlich wurde es finsterste Nacht und alle haben gedacht so... Fuck, Sonnenfinsternis, ausgerechnet heute, wo wir demonstrieren. Und dann merken sie, oh, es ist ein Steinhagel. Es waren dann quasi so ein paar Obelixe, die dann so Hinkelsteine geworfen haben, die wirklich den Himmel verdunkelt haben. Also schon eine geile Abenteuergeschichte, die er hier erzählt, oder? Ja, ich kann diese Rückbetrachtung so gut wie nicht antun, weil es ist für mich so, dieses Rumgeopfer, Der opfert doch gar nicht, der schreibt seinen Heldenepos, der Thorsten. Der Thorsten, der ist da hier, hat den Kopf geschüttelt, dass bei der Polizei dann auch Frauen da stehen durften, weil war doch urgefährlich und die Frau gehört doch zu Hause an den Herd. Aber er stand da als Jugendlicher und hat in diesem Steinhagel überlebt. Er hat die Fahne gehabt und dann quasi gewedelt und hat dann damit die Steine von seinen Kameraden fernhalten können. Also schon hier so ein bisschen Superman auch, ne? Also ich finde schon mit so einem Cape, ne, so eine Reichskriegsfahne oben gehangen, hätte der Thorsten damals auch so für so einen Clark Kent gehalten werden können, ne? Ja, es hat jemand schreibt es gerade so, als wenn er an der Feldherrenhalle dabei gewesen ist, so ungefähr fühlt sich's an, ja. Die ersten 2000 hat alleine abgewehrt, genauso fühlt sich's an so in seinem Narrativ. War das nicht unüblich, dass man, die hatten diese großen Schilder, die Polizei noch, dass das wirklich da WMG, das klack, klack, klack durch die ganzen Steine und die flogen unten bei den Polizisten durch, zu uns durch und so weiter. Also das war schon witzig und ich konnte folgendes Gespräch mithören, also der Einsatzleiter salutierte vor Heidel, Heidel salutierte zurück. Und dann wurde von dem Einsatzleiter Heidel... So ein Blödsinn. Also hier muss man auch mal sagen, also allein schon mal Blödsinn, Volker Heidel war eine Führungsaktivist damals zwar der Bewegung, aber es gab Vorgesetzte. Und wie gesagt, die Demonstration angeführt hat damals Thomas Brehl mit Steiner zusammen, der einer der Unterführer war. Heidel war ein Unterführer. Niemand hätte dann vor Heidel salutiert. Das sind wieder auch so Geschichten dann, ja, man begegnete sich auf Augenhöhe, man war quasi eine Gemeinschaft, wir sind die Ordnungskräfte, die von der Polizei noch hochgehalten worden sind. Was er vergessen hat zu erwähnen ist, ja, die Demonstration wurde untersagt. Ja, was hat dann diese tolle rechtstreue Gruppierung von Neonazis gemacht? Sie haben sich einfach umgedreht und sind in die andere Richtung spontan gelaufen, weil sie eben dann zum Friedhof nicht durchgekommen sind. Das war die Situation vor Ort. Und was er da erzählt, also ich habe Videoaufnahmen davon. Ich habe Thomas Brehl damals, war einer meiner engsten Kameraden. Der hat in aller Ausführlichkeit auch immer tatsächlich sehr detailgetreu solche Geschichten noch erzählt. Was Heisi erzählt, ist wirklich eine Legende, die er aufschreibt. Ja, klar gab es da Steinwürfe, klar gab es da Gewalttätigkeiten, aber er tut da jetzt quasi so, als wenn er, wie er sagte, WMG-Feuer und dann salutiert der Polizist noch vor meinem Gauleiter. Ein Scheiß hat der gemacht und ein Scheiß ist da passiert, wie du es hier darstellst. Also das muss man auch mal dann ganz knallhart sagen. Also da gibt es andere Geschichten von Leuten, die dabei waren, die nicht in dieses Propagandanarrativ verfallen, wie er das jetzt hier zu Ehre seines eigenen Namens macht. Folgender Satz gesagt, Herr Heidel, wir haben überhaupt gar keine Kräfte mehr, die Linken aufzuhalten. Wir würden jetzt alle männlichen Kollegen hier abziehen. Wir können nicht dafür garantieren, dass die Linken nicht zu Ihnen durchbrechen. Wir tun alles, aber tun Sie mir einen Gefallen. Wir lassen unsere Mädchen hier bei euch zurück. Wenn was sein sollte, nehmen Sie die Mädels bitte bei euch in die Mitte, dass die sich... Wow, die Polizei bittet die Neonazi-Demo, die Frauen zu beschützen. Diese Ritter in weißer Rüstung, diese tapferen deutschen Kämpfer für Recht, Gesetz, Ordnung und Wahrhaftigkeit. Alter, das glaubt doch kein Mensch. Das glaubt... Also ernsthaft.
nehmen wir mal an, wir wären noch in der Szene gewesen. Aber es wird teilweise so geglaubt. Hättest du das damals geglaubt, Philipp? Jetzt beantworte mal. Hättest du das damals in der Szene noch geglaubt, wenn der dir so eine Räuberpistole aufgetischt hätte? Mit 15 vielleicht, mit 15,5 nicht mehr. Jeder wusste, das wäre nie so passiert. Ja, mit 15 ganz frisch dabei, 2 Wochen. Ich lerne den Thorsten Eisenmark kennen, wenn der dann 40 wäre oder 50 wäre. Aber jeder, der dabei war, weiß, dass diese Dinge so nicht, also jetzt bitte rettet hier diese Frauen, rettet diese Polizistinnen da in der Mitte und so weiter. Das ist, mir tut das Video weh, weil es so, das ist so eine Bühne und der Depp Toller lächelt ihnen an. Ich denke, die gehen gleich, können sie ja gerne, sollen sie gleich hinter die Bühne gehen, so ungefähr wirkt's. Das ist ja nur eine Beweihräucherung von Thorsten Heise. Mehr geht's ja in diesem Video nicht. Ja, aber so schlechte Propagandabilder, die dann hier noch wirklich dann, also erstmal salutiert der Mann und sagt dann, Herr Heidel, der war ja gar nicht der Ansprechpartner, der war gar nicht der Versammlungsleiter, ja, also schon mal Blödsinn, aber selbst wenn, ja, Herr Heidel, sein Gauleiter, wird dann gebeten, die Polizistinnen in die Mitte zu nehmen und zu beschützen, ja, da wird mir schon schwindelig, also das ist so besoffen am eigenen Ego, oder? Braucht er ja wahrscheinlich, ne? Wenn du es ein Leben lang auch hattest und du hast vielleicht Angst, auch in die Bedeutungslosigkeit zu versinken, ja, dann brauchst du das wenigstens hier, dass das, wie gesagt, Video irgendwie 5000 Mal geguckt wird und da Leute drunter schreiben, Thorsten Heise, krasser Kämpfer für Deutschland. Hauptsache, das Groupie Depp Toller hat das schon mal gewonnen. Der ist hier. Der ist aber voll auf Linie. Ja, super. Ja, ne? Das tut wirklich weh, muss ich wirklich sagen. Das zu gucken heute. Der Heidel salutiert zurück, sagt, verspreche Ihnen, dass solange einer von uns steht, keins der Mädels angerührt wird. Und dann wurde weiter marschiert. Die Zecken kamen aber nicht zu uns durch. Die Polizei hat ordentlich aufgeräumt, aber es war das reine Chaos. Autos brannten von uns, auswärtige Kennzeichen von irgendwelchen Besuchern haben im Wort alles angesteckt. Ja, also war richtig gut was los. Das muss ich sagen, ja. Und Das muss man schon sagen, die Demonstrationskultur war vor 40 Jahren anders wie heutzutage. Ne? Polizei ist viel, viel professioneller geworden. Ja, auch, man hat das gesehen, man braucht schon sehr, sehr viele Kräfte. Das hat man in Hamburg gesehen, ne? Dass es dann immer wieder auch geht. Und es wird auch immer wieder bei Demonstrationen zu Ausschreitungen geben. Aber da war es schon üblicher, ne? Dieses überhaupt vermummt dahinkommen. Man wurde auf Zufahrtsstraßen nicht abgefangen. Man konnte sich zusammenrotten, ja, mit Pflastersteinen werfen und so. Gott sei Dank ist diese Kultur auch... Gott sei Dank ist diese Kultur weg. Ne? Die Demonstrationen in den 80ern waren schon bedeutend härter und stärker. Das muss man einfach auch mal sagen. Bis in die 90er auch hinein. Also wie gesagt, 1. Mai, wo wirklich dann ganze Straßenzüge da in Schutt und Asche gelegt worden sind. Oder wie du eben sagtest, Chaostage. Da bleiben wir jetzt zum Glück von verschont. Aber ich hätte noch eine kleine Info. Also er stellt ja hier dann seinen Gauleiter, den Volker Heidel, dann immer so groß heraus. Und Heise ist ja auch einer... der schärfsten Gegner von Kühnen und dem schwulen Clique, wie er es genannt hat. Also Thomas Brehl, mein damaliger Mentor, hat von ihm Niedersachsen-Verbot bekommen. Also wie wir heute von einigen Stabibis dann bekommen, hat er gesagt, wenn der Brehl hier auftritt, dann fahren wir da ein und schlagen alles kurz und klein. Hier die Schwuchtel, die tritt hier nicht auf. Und sein Gauleiter, Volker Heidel, der ist übrigens auch wie Kühn an HIV gestorben. Allerdings nicht, weil er homosexuell war, sondern weil er Heroin-Junkie war. Ja, und das sind so Geschichten, die dann komischerweise in diesen Helden-Epen nicht mal dargestellt werden. Dass man sagt, so hier die großen Vorbilder, hatten die vielleicht auch Probleme? Ja, war vielleicht da auch nicht alles Gold, was glänzt? War das nicht nur der treue politische Soldat, der von der Polizei beauftragt wurde, Frauen zu schützen, sondern was standen da für ganz handfeste menschliche Schicksale dahinter? Und was hat die Szene getan, da mal Aufklärung zu betreiben und da vielleicht auch Leute rauszuholen? Aber da ist nichts passiert. Bei der Demonstration, oder das war allgemein eine von den ganzen Demonstrationen. So war jede Demonstration. Ich habe noch Schlimmere erlebt, ja. Ganz fürchterliche Straßenschlachten, die sich also da wirklich über Stunden hinzogen mit Steinen hin und her. Und Über Stunden Straßenschlachten, Philipp, stundenlang. Also wirklich wie im Zweiten Weltkrieg. Also Belfast ist ja jetzt als Vergleich fast noch irgendwie verniedlicht, oder? Also jetzt mal ernsthaft, also stundenlange Straßenschlachten, ja, stundenlang. Wo und wann? Wo soll das stattgefunden haben? Wo und wann? Dass sich das ist halt diese Warnung, dass der Tag sich halt über den ganzen, dass sich der gezogen hat, ne? Also das ist aber die Rückbetrachtung, die macht ja was mit uns, ne? Der Tag ging natürlich los morgens um 6 und man war irgendwie 22 Uhr zu Hause mit Polizeikontrolle und Steine schmeißen, rumbrüllen, Megafon, Auto schieben und so weiter.
Ne? Und das wird dann halt auch größer gemacht und es klingt dann ja halt auch wichtiger. Ne? Und es ist ja diese Storys, die dann erzählt werden. Und man muss es sagen, der Thorsten Heise hat die Region halt auch. Ich habe gerade vor 2 Wochen war ich in Einbeck, das ist da um die Ecke, haben Leute erzählt, wie er auch die Gegend da terrorisiert hat. Ne? Also nicht hier, das darf hier immer nicht untergehen. Also der Thorsten Heise, der hat sich da reingesetzt und hat wirklich die Gegend da teilweise terrorisiert und die Leute hatten Angst vor diesen Gruppierungen da. Ne? Und bevor das hier irgendwie so fehlerhaft aufgenommen wird. Ne? Also ich habe da gerade Menschen kennengelernt, die gesagt haben, wie der die Gegend da terrorisiert hat. Ja, immer kontrolliert. Ja, ja. Hose runter bitte, ziehen ja Sie mal die Schuhe aus. Ist ja heutzutage ja. Ähnlich. Machen Sie ja, mal den Hut hoch. Ja, ja, ja. Und auch die alten Kameraden, die ja damals noch mit dabei waren von der Waffen-SS, von der Wehrmacht, die wurden da komplett auseinandergenommen. Ja. Und während da im Hintergrund die Zecken mit Bussen ausstiegen, ja, schon vermummt mit Helmen und Knüppeln in der Hand. Ja. Zwille hinten in der genau, Tasche. Ja. Genau, genau. Also die konnten machen, die nächste Propaganda da, mehr, also hier, komischerweise widerspricht er sich ja hier. Ja? Also die Polizeieinsatzleitung bittet um Schutz der weiblichen Polizistinnen, aber kontrolliert dann nur die Rechtsextremisten und kooperiert Hand in Hand mit den schon mordschwingenden, quasi mit Streitäxten aus den Bussen steigenden Zecken, wie er es nennt. Die werden dann nicht kontrolliert. Also man sieht auch hier schon wieder so eine Verschiebung, ne? Eine Einheit, die herbeifantasiert wird. Polizei arbeitet Hand in Hand mit Linksextremisten, die uns angreifen. Wir werden wehrlos gemacht, weil wir kontrolliert werden, die anderen nicht. Das ist auch schon wieder so eine typische Legende, die eine Einheit symbolisieren soll zwischen eben Ordnungskräften der Polizei und politischen Gegnern. Ja, und auch da muss man sagen, die Polizei kooperierte zu keiner Zeit mit Linksextremisten. Ja, es kann taktisch sein, dass einfach nicht die Mittel zur Verfügung stehen, um große Menschenmassen eben dann zu kontrollieren. Das ist bei kleineren, überschaubaren Neonazi-Veranstaltungen natürlich dann viel einfacher. Ja, aber daraus dann schon wieder hier so diese Einheit zwischen Staat und Linksextremisten herbeizufantasieren, wieder typisches Propagandanarrativ der Szene. Also er bedient hier so schnell so viele wirklich von diesen Propagandabildern, das ist echt schon erschreckend. Natürlich, deren Schutzschild immer die bürgerlichen Linken waren. Im Grunde, die Demonstration meldete eigentlich immer irgend so ein DGB-Arschloch an. Mhm. Da meldete sich dann Friedensbündnis für bla bla bla, Maß ohne Krieg und so ein Quatsch. Ja. Und dahinter marschierte der schwarze Block und zerkloppte alles, was nicht nied- und nagelfest war. Das war ja alles Kapitalismus. Das haben sie ja quasi alles übernommen. Ne? Also es ist ja heutzutage immer noch so, wenn du da irgendwo was hast. Antifa meldet mittlerweile auch an, aber ansonsten hast du ja ganz oft diese Bündnisse noch gehabt, auch in Dresden, ja, ja. Ne? Bündnis für Toleranz. Ja, dahinter wird sich versteckt. Und dahinter kamen dann 1000 Blackblock-Leute und ja, dann aber damals eben Dresden wirklich noch mehr. Gemacht, ne? Ihr dürft nicht vergessen, in der damaligen Zeit, ja, also da wurden auch Demonstrationen. Ich will es nur kurz halten, auch da muss man sagen, natürlich, auch bei Gegendemonstrationen gibt es oft, dann werden sogar 4, 5 Gegendemonstrationen angemeldet. Und auch viele, die dagegen demonstrieren, sind nicht dafür, dass da Gewalt passiert. Also ja, auch die können sich das teilweise nicht aussuchen, wer auf Demonstrationen kommt. Ja, also das ist das, was im Rechtsextremismus ganz klar ist, wer da hinkommt. Da heißt es bei den Gegendemonstranten, ist es nicht so durchschaubar, weil keiner verirrt sich durch Zufall auf eine rechtsextreme Demonstration. Ja, aber nicht grundsätzlich, nicht jeder, der vorgeschoben wird, nicht alles ist vorgeschoben. Also es gibt auch Bündnisse, ja, die sich die dann sagen, Toleranz für Leipzig oder Dresden, die da demonstrieren wollen, ja, die wünschen sich auch da nicht 1000 Krawallisten aus dem schwarzen Block hin. Also das was ist Schwachsinn. Was man aber als valide Kritik tatsächlich auch dann stehen lassen muss, finde ich ja, dass viele bürgerliche Veranstaltungen in die Organisation mitunter schon militante Gruppierungen hineinholen, ja, und mit denen dann schon gemeinsam beratschlagen, dann schon wissen, wer kommt, aber nicht deutlich sagen, euch wollen wir nicht. Ja, mittlerweile wird das häufiger gemacht. Man hat in Dortmund zum Beispiel, ja, gibt es jetzt immer auch getrennte Veranstaltungen, weil da die Bürgerlichen gesagt haben, auf diese Scheiße haben wir auch keinen Bock. Da reagieren natürlich dann die Extremisten allergisch drauf und ziehen ihr eigenes Ding raus. Aber gerade früher war es wirklich so, und da gibt es auch Anfragen von der CDU an den DGB, warum da nicht eine Distanzierung stattfindet, warum nicht vorher schon gesagt wird, hier, schwarzer Block, lassen wir nicht zu, unsere Ordnungskräfte möchten das nicht. Ja, da wurde immer gesagt, ja, nö, die können ruhig kommen. Und das war schon dann eine Sache, die Geschmäckle hat, weil es eben Wasser auf die Mühlen von Neonazis ist, ja, die dann auch alle Leute in Sippenhaft nehmen. Ne? Natürlich hat nicht jeder Teilnehmer da Bock drauf gehabt. Ne? Aber so ein Nazi darf sich hinter auf die, genau, aber, warte, wo war das jetzt? Wo war denn das? Ach,
Ja, aber Nazis nutzen eine Frau, eine Verlobungsfeier anzumelden, um ein Nazi-Konzert zu machen. Genau so einfach ist das. Das ist das rumgeopferte, zerschlagen dann die Kneipe da klein. Rot geschlagen und erschossen. Das war damals an der Tagesordnung. Startbahn West gab es diese fürchterlichen Szenen, wo wirklich mit Spaten Polizisten in Gräben erschlagen wurden. Und auf der Startbahn West mit gestohlenen Polizeiwaffen eben auch auf Polizeibeamte geschossen wurde, zwei tot. Also das war damals rund um diese Anti-AKW-Bewegung, versteckte sich das Pack halt und dachte, sie können Tabula Rasa machen ohne Gewissensbisse. Und das haben wir natürlich in der Hochburg der Linken täglich zu spüren bekommen. Täglich. Wenn du sagst Hochburg der Linken, was sagst du, war damals die Hochburg der FAP als Beispiel? Ja Mensch, das ist eine schwere Frage. Also Hannover war wirklich viel los. Dortmund, Mainz. Weil ich meine, Mainz, gehört zu haben, also im Ruhrgebiet klar, ne, Sigi und dann gab es ja, glaube ich, in Essen noch die FAP. Ach ja, natürlich, so FAP Essen, das waren auch alte Haudegen. Grüße an die alten Haudegen. Nein, also Ruhrgebiet war immer toll. Ruhrgebiet, ja, muss ich sagen. Klar, ja, aber ansonsten so. In Aachen auch zum Beispiel, ja, da war eine tolle FAP-Truppe. München war eine gute FAP-Truppe, Hannover war eine gute FAP-Truppe und wir konnten uns auch ganz gut messen. Wir Göttinger waren überall gern gesehen. Ja, gut, ihr gehörtet ja dann auch quasi zu Hannover wahrscheinlich, oder nicht? Nee, wir waren ja selber eigenständig. Wir gehören zum GAU Hannover, aber sind natürlich durch die Randlage auch viel in Hessen gewesen. Also wir waren viel bei Müllers in Mainz auf den Sonnenwendfeiern oder eben auch im Ruhrgebiet. Ja, erinnere mich noch an eine Freiheitsdemonstration. Die NPD hatte damals einen Unvereinbarkeitsbeschluss mit uns. Die alten Herren wollten nicht, dass wir mit ihnen marschieren. Und dann riefen sie 88 zur großen Freiheitsdemo auf. Der ehemaligen FAP-Bundesvorsitzenden. Ja. Naja, die hätte ich auch nicht gedacht. Ja, so ist es nun mal, das Leben. Ja. Es geht halt solche Dinge. Die NPD hat sich gewandelt, aber damals war es eine fürchterliche Spießerpartei. Ich hätte mir nicht vorstellen können, in so eine Partei zu gehen. Das war einfach so. Die waren altbacken und alles, was sie gesagt haben, war... Boah, das tut mir leid. Also dieses FAP und dann NPD und hat sich ja neu erfunden und so weiter. Ich weiß, was du meinst, ne? Diese alte Herrenklicke. Natürlich passen da diese 15-Jährigen nicht rein. Aber ich sage jetzt mal, ist die NPD jetzt unbedingt viel moderner als die FAP? Nein, aber damals war es tatsächlich so eine radikalisierte Spießer, also was wir heute als Wutbürger bezeichnen, war damals wirklich NPD gepaart mit deutschnationalen Opas. Da war die FAP schon anders. Da wurde vom deutschen Sozialismus, vom Volkssozialismus, von Revolution gesprochen. Da wurde auf die Straße gegangen, ja, da wurde Bewegung gemacht, diese typische Erlebniswelt geschaffen. Ja, und das war in der NPD damals nicht möglich. Ja, und heute ist die NPD vergleichbar mit der FAP, ist natürlich eine ewig gestrige Partei. Natürlich sind das Leute, die immer noch glauben, irgendwie an ihren alten Strategien und Taktiken festzuhalten und dabei grandios versagen. Aber ist schon nicht vergleichbar, die heutige NPD mit der NPD von damals. Ne? Und im Grunde genommen ist die NPD heute, jetzt fangen sie ja wieder an, so ein bisschen Mimikry zu betreiben, bürgerlicher aufzutreten als die Heimat. Aber vorher ist es die militante Neonazi-Partei gewesen, die FAP gewesen ist. Also man sieht es ja auch am Klientel. Heise ist jetzt stellvertretender Bundesvorsitzender und der hat sich ja nicht großartig gewandelt, wie man hier hört, wenn er mit Stolz von seiner Bewegung, ich bin ja heute noch FAP-Mitglied. Ha! Da ist mehr FAP drin als NPD. Ist so, ja. War ja richtig. Und viele alte Kameraden auch drin, die auch das Herz absolut auf dem rechten Fleck hatten. Aber die Führung war, also die hatten Schwarz-Rot-Gold als wichtigste Farbe. Ja. Das war gar nicht meine Farbe damals. Also das muss ich sagen. Heute sehe ich es etwas anders, ja, aber ich marschiere lieber unter Schwarz-Weiß-Rot. Das ist einfach mal so. Ja. Und das heißt also, da war die FAP recht stark. Wie ging das dann weiter? Dann wurde ja die FAP verboten quasi. Mhm. Und dann? Was war dann? Das sind doch immer Zeitsprünge bei diesen Interviews von 15 bis hin zu 95, einfach mal 10 Jahre. Boah, das ist auch so inhaltsleer. Ne? Bis jetzt haben wir nur gehört, Thorsten Heise ist ein Kämpfer für Führer, Volk und Vaterland und mehr haben wir bis jetzt nicht gehört. Ja, aber um mehr geht es ja nicht, Philipp. Um mehr geht es nicht. Es geht hier um eine Legendenbildung, ja, dass hier so eine historische Einheit geschaffen wird. Wir haben heute neue alte Kämpfer, weil die Erlebnisgeneration wegstirbt. Wir haben hier eine vermeintliche Historie, auf die wir uns beziehen können. Und das ist ein Kampf, ein Weg und eine Linie. Und das braucht die Szene halt einfach auch, weil sie halt nichts anderes mehr hat, um eine Kontinuität zu zeigen. Ja?
Naja, im Grunde ist ja ganz witzig, die haben ja nicht nur die FAP verboten, die haben die NL verboten, die haben die NF verboten und die Wiking-Jugend verboten, im Grunde auch gleichzeitig. Da haben sie in einem Zuge? Ja, ziemlich, ja. Okay. Und wo es auch viel Überschneidung, auch Personal hin und her gegeben hat, also ich kenne auch noch Leute aus da lagen Jahre dazwischen, da lagen aber, was er hier erzählt, die FAP ist 95 verboten worden, die anderen Gruppierungen zwischen 92 und 94. Also war auch nicht so, dass da ein Schlag kam und alle wurden verboten. Ne? Das war eigentlich der große Fehler dieses Staates. Da waren natürlich auch diese Organisationen hatten sich ja im Grunde so ein wenig auch abgespalten. Ich sag's jetzt ganz einfach mal, die Wiki-Jungen nicht, aber die Parteien, ja. Und die haben uns eigentlich zusammen verboten. Das heißt, durch die Verbote sind wir erst wieder an einen Tisch gekommen und gesagt, so, ja, komm, was machen wir? Mhm. Und da das gipfelte dann 2004 in den Eintritt von sehr vielen Kadern und sehr vielen Kameraden in die NPD. Unter anderem auch ich halt. Ja. Damals dann? Direkt. 2004 dann, ja. Mhm. 20 Jahre später. Ja, aber diese, was er jetzt hier so darstellt, diese Volksfront, die er da mit Ralf Tegetthoff und Thomas Wulff aufgemacht hat, ist ja auch grandios gescheitert. Tatsächlich ist es nicht so gewesen, wie er sagte, dass dann so unglaublich viele Kader in die NPD gekommen sind. Selbst sein eigenes Lager, ja, namentlich Sven Skoda und andere bedeutende Wortführer waren strikt dagegen, weil sie auch, so stand ich damals auf den Standpunkt, sagten, Zusammenarbeit mit der NPD ja, aber zu unseren Bedingungen und jetzt in die Partei rein und den Leuten da das Futtergeld eintreiben. Und dann so nach dem Motto, ja, ihr könnt ein bisschen Straßenkampf machen, wir ziehen die Parlamente. Da hatte keiner Bock drauf. Und diese Sogwirkung, die mit dieser Volksfront entfacht werden sollte, die ist vollkommen ausgeblieben. Und die wurde in der NPD auch knallhart so kommuniziert, dass da von Leuten wie Thomas Wulff Dinge versprochen wurden, die nachher nicht eingehalten wurden. Axel, und ich muss sagen, was in dieser Geschichte untergeht, ist bei dem Thorsten Heise, wo ich mich dann auch angefangen habe, für rechtsextreme Musik zu interessieren. Er hat dann angefangen, ganz massiv rechtsextreme Musik zu produzieren, Konzerte zu machen, hat die Gegend dort auch wirklich, wie ich sag's nochmal, terrorisiert, ja, mit diesen Konzerten, mit Aufmärschen. Ja, hier klingt so, er hat Politik gemacht, 20 Jahre später tritt er dann in die PD ein und es ist ja der nette Thorsten Heise. Also, egal, wen man dort aus der Gegend dann fragt, in den 90ern, was da los war, bis hier, wo er in die 2004 in die NPD eintritt, der hat CDs produziert, der hat Bands gepusht, der hat bundesweit Konzerte, hat Überschneidungen mit allen möglichen radikalen, extremistischen Gruppen gehabt und das geht hier völlig unter. Diese 20 Jahre dazwischen, wo er als einfach als Extremist und als Nazi unterwegs ist, in dieser Subkultur, fällt hier völlig unter den Tisch. Also ich weiß nicht, ob es gleich noch kommt, aber das ist das, was hier fehlt, wo der Terror hier von rechts ausgegangen ist. Also, ist ja, jetzt sind wir 2004 und ich weiß gar nicht, was der alles produziert hat, so viel illegalen Kram. Ja, mit was für Texten, mit was für Aussagen, also wo du eben schon sagtest, radikal. Also da kann man ja mal googeln, was da für Texte hinterstehen, was da für Inhalte sich zu eigen gemacht wurde auf den Konzerten. Ja, er war ja auch der Mann dahinter, hinter die Deutschen kommen 1 und 2, war er der Mann dahinter, die Nordheim-Live-Aufnahmen, Nordheim 1 und 2, Live-Konzerte in Nordheim. Also da war richtig was los, der hat die Konzertstrategien ausgegeben und so weiter. Also das fällt hier so ein bisschen runter, der nette sympathische Politiker von nebenan, der sich nur gewehrt hat und Polizistinnen beschützt hat. Mir kommt die Kotze hoch, ne? Das gipfelte dann rein. Also man hat erstmal unabhängige Arbeit gemacht. Ja, also freie sagen, Kraft. Dazwischen sind ja über 10 Jahre dann. Wir haben freie Kräftearbeit gemacht, ja, wir haben Kameradschaftsarbeit gemacht, wir haben also ganz stark die Unabhängigkeiten an den Vordergrund gerückt und haben dann eben also das gemacht, was wir wollten. Sehr, sehr schöne Zeit, völlig unabhängig. Man muss auf niemanden Rücksicht nehmen. Mhm. Ja, keine Partei, wo man sagen muss, wir werden nicht mehr wiedergewählt oder so. Also bevor ihr jetzt alle mal vorrechnet, es gibt ja hier Hellraver, Rakataka. Also wir reden über 20 Jahre, er hat selber gesagt, er ist mit 15 rein und dann ging es irgendwie 84, 85 los oder so. Ja, muss ja sein, Baxter hat es gesagt, 69 geboren, 84 und von 1984 bis 2004 sind 20 Jahre, so einfach. Und das Einzige, was er da erzählt hat, ist bis jetzt, wo er 15, 16, 17 Jahre alt ist. Mehr hat er bis jetzt davon nicht erzählt. Ja, also ich weiß nicht, warum einige hier nicht mitrechnen können, weil hier zwei, drei Leute immer klugscheißen. Da müsst ihr selber einfach mal mitrechnen, tut mir leid. Aber letztendlich die Früchte unserer Arbeit, wir haben ja auch viele Flugblattaktionen gemacht mit UN oder solche Sachen, die wir verteilt haben. Oder durchaus auch für die. Gab es ja damals die, noch ganz, ja, ganz, ganz groß. Oder auch für andere Parteien was verteilt oder so, das haben wir schon gemacht. Oder unsere eigenen Flugblätter und Plakate gehängt zum Motto Rudolf Hesse oder so etwas, ja. Und aber natürlich die Früchte haben da andere geerntet. Also die Parteiarbeit
man kann sich nicht beschweren, wenn man unabhängiger ist, für Parteien, Nationalismus auf die Straße geht und Arbeit macht und dann in dort, wo man die Arbeit macht, die Leute dann in den Kreistag gehen und so weiter und dann nichts von einem wissen wollen. Man muss aktiv in die Arbeit mit eingreifen und das gipfelt dann eben auch den Entschluss, in die NPD zu gehen. Und Wann ist denn Thorsten Heise eigentlich nach Fretterode gezogen? Wann ist das passiert? War, glaube ich, auch Anfang der 2000er Jahre, oder? Ja, war das, ist er dann auch dann erst NPD geworden? Ja, 2004 war, glaube ich, der Eintritt in die NPD. Und Fretterode muss auch, wenn mich nicht alles täuscht, um diesen Zeitraum gewesen sein. Da kannst du ja wieder weiterhelfen. Gab es nicht auch eine Überschneidung zwischen Jürgen Rieger und Thorsten Heise mal wieder? Ja, gut, der Rieger war ja Multifunktionär, obwohl den engeren Draht zu Jürgen Rieger hatte Thomas Wulff. Also da war der Heise jetzt nicht so nah dran, wie ich das beurteilen kann, aber natürlich kannten die sich und natürlich haben die auch mitunter dann kooperiert. Jürgen Rieger war ja dann so die Speerspitze später als stellvertretender Bundesvorsitzender, der mit Darlehen sich dann, sag ich mal, Udo Vogt auch dann gekauft hat in der NPD. Und da waren natürlich dann Leute wie Heise auch dann Gewährsmänner von Rieger. Ne? Zwischenzeit, also nach dem FAB-Verbot, würdest du sagen, sind viele Leute weggebrochen? Weil ich würde darauf wetten, dass bei vielen gewissen Parteien oder bei vielen Parteien, wenn die Partei weg ist, dann auf einmal auch die Leute wegbrechen. Nein, weil die sich zu sehr mit einer Partei identifizieren als mit der Idee an sich, also ja. mit dem Weg, den wir gehen, ne? Und mit dem Ziel, was wir haben. Wir waren politisches... Boah, dieses Wir. Wenn Sie es einmal mal irgendwo demonstriert haben, ich weiß nicht, gibt es eine Situation, wo das mal demonstriert wurde, wo es ein wirkliches Wir war? Ja, aber er geht ja jetzt ja auch von so unsere Ziele, wer definiert die denn? Was sind denn die gemeinsamen Ziele? Setz mal 20 Führungskader an einen Tisch und lass sie mal eine Programmatik ausarbeiten. Das wird spannend, sehr schnell in Krieg und Totschlag enden. Es sei denn, man einigt sich auf nichtssagende Phrasen. Freiheit für deutsche Vaterland. Aber sobald es in die Tiefe geht, will jeder ja seine Position da irgendwie vertreten. Und es gibt kein gemeinsames, klar definiertes Ziel, außer eben die gemeinsamen Feindbilder, die bekämpft werden sollen. Das ist auch wichtig, dass, weil es sagt, diese eine Ideologie, diesem einen Ziel, was wir folgen, weil es so komisch das klingt, im diversen Rechtsextremismus und in der neonazistischen Szene einfach nicht gibt, dieses eine Ziel. Ja, das, was Axel gerade gesagt hat, das ist einfach nicht da. Das hatten nicht mal die Wiking-Jugend, die Nationale Liste, die FAP, NPD und von irgendwelchen Kameradschaften, Freien Kräften, Reichsbürgern, Kuckucksklan, Leute, die vielleicht rumsitzen, bis hin zu Skinheads, die Musik hören. Also holst du da 100 Leute ran, da kriegst du wahrscheinlich nicht mal die Richtung richtig hin. Soldat. Hat ja auch nie funktioniert. Er hat es ja eben gesagt, im Grunde genommen sind die Leute erst wieder zusammengerückt, nachdem der Staat die Organisationen verboten hat, weil die damals alle für sich Unabhängigkeit und den richtigen Weg proklamiert haben. Es gab da Streitigkeiten, es gab auch in der FAP immer wieder heftige Spaltungen. 86 die Kühnendebatte um Homosexualität, danach hat sich Jürgen Mosler mit Michael Swirzek von Busse und der FAP abgespalten, die Nationale Offensive gegründet und. Das ist ja das, was ich immer sage, kein Volk, kein Reich, aber 1000 Führer. Und das hat sich jetzt nicht großartig geändert, nur gibt es halt nicht mehr so viele Gruppierungen und die Leute müssen sich aneinander klammern, weil sie ansonsten mit 5 Leuten da stehen. Aber eine wirkliche Einigkeit, eine wirkliche Generallinie, die für alle repräsentativ ist, die gibt es nicht. Und man merkt natürlich, und wir sind ja auch Kameraden und wir haben ja auch offen miteinander umzugehen, dass nach vielen, vielen Jahren politischen Kampf, ja, also ich gehe jetzt mal davon aus, dass 10 Jahre schon eine lange Zeit sind für viele Kameraden oder 5 Jahre sogar für den einen oder anderen, schon 2 Jahre, die ermüden dann irgendwann. Die sagen dann, boah, ist das der richtige Weg? Ja. Kann ich das mein Leben lang machen? Kann man überhaupt sein Leben lang in vorderster Front stehen und das da durchstehen? Und nur ein Heise kann da gibt es bei vielen immer mal so, wo man sagt, oh, ich habe jetzt mein zweites Kind, das dritte Kind. Jetzt bin ich hier Kreisvorsitzender bei irgendeiner Partei. Oh, eigentlich, ne?
habe ich die Zeit überhaupt nicht und ich stehe ja hinter der Sache, aber die Frau macht auch immer Ärger, immer wenn ich zu einer Veranstaltung bin, statt mit den Kindern zum Sport zu gehen, gibt es Ärger zu Hause und so weiter und so weiter. Und die nutzen dann natürlich so ein Parteiverbot, um dann zu sagen, oh ja, und fahren dann ihre Aktivitäten zurück. Ja, Thorsten, das ist nicht nur das, sondern es ist der Umgang mit Menschen, es ist der Umgang mit dem Hass, mit der Ideologie, mit dem Ausbrennen davon, das ist einfach nur und auch sich einmal umgucken nach links auch und nach rechts und zu gucken, wer sitzt hier neben mir und will ich mein Leben darin verschwenden. Und ja, es ist für viele ein guter Grund, um dann zu sagen, weil es ist eine Legitimation zu sagen, okay, ich ziehe mich jetzt zurück. Die haben vorher schon gezweifelt, die waren auch vorher schon vielleicht 1, 2 oder 5 Jahre in der Partei und haben dann gesagt so, ich möchte da jetzt raus. Also das ist ein bisschen einfach gemacht, das sich zu denken, so das liegt so an der Familie und dann dort standhaft zu sein und so weiter, sondern es ist einfach eine unglaublich ermüdende Arbeit, die mit Paranoia zu tun hat und Druck und mit den Leuten. Oder Axel, also... Na gut, die Leute lernen ja dann auch, wie er gerade sagt, die haben dann plötzlich Kinder und sehen dann auch, dass ihr Weg dann auch Repressionen hervorruft. Ja, und vielleicht fokussieren sich dann auf Dinge, die ihnen wichtiger sind, die ihnen mehr Halt geben, die ihnen mehr Inhalt im Leben geben und auch die Perspektive positiver beeinflussen, als sie ständig auf Hass, Gewalt, Intoleranz, ewige Kampfbereitschaft gegen System, Gegner, Linke, Menschen jüdischen Glaubens und zu fokussieren. Ja? Es gibt ja Menschen, die werden auch irgendwann da mal erwachsen, sage ich auch, ja, die aus dieser kindlichen Trotzphase austreten, die Heise mit seinen 54 Jahren immer noch gefangen ist als der ewige Rebell, der ewige Kämpfer im Widerstand. Da gibt es vielleicht mal Leute, die sagen von wegen, wow, das System, was ich so scheiße gefunden habe, ist vielleicht gar nicht mal so scheiße. Guck mal, ich krieg doch noch eine Chance. Guck mal, ich kann doch noch hier ein schönes Leben führen mit meinen Kindern, mit meiner Frau und mit meiner Familie, wenn ich mal ein bisschen die Intoleranz ablege, wenn ich mal ein bisschen offener werde und wenn ich mal sehe, dass die Welt nicht untergeht, wenn ich nicht mit denselben Leuten immer wieder den gleichen Scheiß halt seit 100 Jahren erzähle. Ja? Aber die aktivistisch orientierten Leute oder die jung gebliebenen revolutionären Typen innerhalb also einer Verbotsbewegung, ja, die werden immer wieder in vorderster Reihe stehen, egal wo. Die kommen irgendwo wieder raus. Mhm. Das ist witzig, wenn man die Verbote dann so die ersten Jahre, direkt nach den Verboten, die ersten 2 Jahre oder so, wo man dann überall alle möglichen Leute dann auf Veranstaltungen getroffen hat, ja, in allen möglichen, wo bist du denn mit da? Ach, da bist du jetzt. Ich habe mich schon gefragt, wo du steckst und so weiter und so weiter. Ganz witzig, ja, und also bei uns nach. Toll, dann andere zu sehen, die dann so, genauso ein trauriges Leben leben wie einer selber, ne? Dass man dann sich dann doch irgendwo wieder auf so einer tollen Demonstration trifft. Toll, dass du wieder da bist. Toll, dass wir heute hier wieder mit 200 Leuten zusammenstehen. Oh, du hast Besuch bekommen. Ja, die Penny guckt, was ich hier mache. Ja, sehr gut. Hund im Stream hilft immer. Also, wie traurig das dann ist, also kurzer Werbeblock, denk dran, bei King of the Kongs gibt es das Buch. Ich werde auch Axels Buch unter diesem Video hier verlinken, check das mal aus ab dem 23. Mai. Da, ich war der Hitler von Köln, jetzt ist er weg. Da, Hund in den Stream, also check das aus. Dann denk dran, hier mit Philipp 10, einfach ein niedlicher Hund. Aber welcher Hund ist nicht niedlich? Das ist die Penny, die ist ganz besonders niedlich. Das ist mein kleiner Schatz. Ne, meine Maus. Ich will runter, ne? Hunde einfach immer. ist eigentlich traurig, was der Thorsten dann erzählt. So, wir treffen uns als Mit-50er dann irgendwo bei einer Demonstration. Toll, dass du auch den Absprung nicht geschafft hast, ne? Tatsächlich gibt es da aber Leute, die da auch anders denken. Also ich erwähne da immer mal wieder, im Hintergrund hängt da ja ein Konterfei von Sigi Borchardt. Der hat mir mal gesagt von wegen, ja, Axel, ich bin jetzt im Alter, wo ich den Absprung nicht mehr schaffe. Ja, also da war er schon wirklich auch dann sehr, sehr reflektiert und hat halt auch eingesehen, dass ab einem gewissen Alter, wenn du dein ganzes Leben lang nichts anderes gemacht hast, immer auch wieder gegen die Wand gelaufen bist, mit Gefängnisstrafen und mit geplatzten politischen Träumen, dass du irgendwann auch nicht mehr den Absprung schaffen willst, ne? Weil du einfach zu alt bist und weißt, jetzt mit 50 oder mit über 50 neues Leben aufbauen, das wird nicht mehr so funktionieren, dann hält man sich an das, was man noch hat und was man kennt. Und das ist sehr traurig. Und ich denke, das wird bei jemandem wie Thorsten Heise, wenn er denn zu Einsichten gelangt und sagt, ach, weiß nicht, ob das alles richtig war, ob er dann auch so die Perspektive entwickeln kann, vielleicht so einen Cut zu machen, so einen Bruch zu machen. Ist ja auch nicht einfach. Ne? Ich meine, er lebt von der Szene. Alles, was er hat, sind diese alten Geschichten. Seit den 80ern bin ich der große Revoluzzer. Ich habe immer gekämpft. Ich stehe immer vorne. Wenn der jetzt plötzlich sagen würde, ich lasse das mal sein,
was hängt ihr denn dann auch? Und ja? Axel, und du hast deine eigene Familie radikalisiert, du hast deine eigenen Kinder radikalisiert. Jetzt musst du ja schon da, also das, wirklich im Leben alles falsch gemacht, ne? Ja, traurig. Kam das auch sogar eher zu nach dem Verboten, weil natürlich da die Grenze gerade aufgegangen war und dann natürlich sich viel abspielte auf dem Territorium der ehemaligen DDR. Habe ich letztens mit Lunikow drüber gesprochen, war auf jeden Fall sehr interessant. Es muss ja ganz normal gewesen sein. Sigi hat da wohl ordentlich Flugzettel an die Polizei verteilt. Die haben das alle genommen, die Volkspolizei, und hat sich das erstmal eingesteckt. Na, ich war immer relativ lange im Untergrund. Also es war ja so, Göttingen war ja tatsächlich ein recht hartes Laster. Es gab da also täglich Mordanschläge auf uns und wirklich jeden Tag Mordanschläge. Mordanschläge. Also Philipp, die sind rausgegangen in Göttingen und dann waren da Antifa-Sniper, die dann auf die geschossen haben. Richtig, deswegen war der im Untergrund. Also das ist schon... Ich meine, natürlich gibt es da auch dann Überfälle, da gibt es Übergriffe von beiden Seiten. Also er ist auch nie ein Kind von Traurigkeit gewesen, der liebe Thorsten Heise. Ja, aber dann jetzt, es gab täglich Mordanschläge. Also James Bond ist ein Dreck gegen den, ne? Also das war schon wow, ne? Göttingen, ne? Also die Antifa-Assassinen, die hinter jeder Ecke, jedem Baum und in jedem Supermarkt. Es gibt es das, und das verurteilen wir auch hier immer, das gibt es das, Menschen jagen, egal aus welcher Richtung, ob es politisch oder religiös ist, verurteilen wir hier auf diesem Kanal, und diese Dinge wird es auch gegeben haben, da gab es mehrere Dinge, wo wir auch, habe ich mal den Nazi-Hunter hier irgendwie, der bei Weiß was gesagt hat, oder bei Leroy war der, oder was weiß ich, keine Ahnung, irgendwie mal behandelt, aber das ist halt immer, ja, das muss dann auch jetzt so die mega krasse Story sein, jeden Tag, Untergrund und so weiter. Boah, es holt mich einfach auch gar nicht ab, aber es muss ja bei den Kameraden irgendwie ankommen. Ich würde mir die Kommentare gerne nachher darunter mal angucken. Kann sich jeder ja mal angucken, sich da ein Bild von machen. Uns wurde aufgelauert, natürlich nie 1:1. Immer 1:10 mindestens. Eher 1:15, 1:20. Was war da so dein krassestes Erlebnis? Nur, ich bin überfallen worden auf dem Friedhof. Bin auf dem Weg zur Arbeit gewesen, war gerade wieder aus Urhaft entlassen worden, hatte keine legalen Waffen dabei, also kein Gasspray oder so etwas, sondern weil ich mir gesagt habe, komm, nimm's gar nicht erst mit, geht gleich wieder in Urhaft. Und tatsächlich auch ein Fehler, also die haben mich ausgespäht, ich habe die sogar bemerkt, habe aber gedacht, wer soll das sein? Damals war man noch nicht so sensibilisiert. Und dann haben die einen dort mit 5 Leuten überfallen. Da gab es Messer in den Rücken, gestochen von den Helden, und mit dem Morgenstern wurde man hübsch bearbeitet. Das war ganz ordentlich, ne? Eine Eisenstange hat mir vorne die Zähne rausgesäbelt. Da wollten sie 1993 verhindern, dass ich zum Bruderfestmarsch Rudolstadt war das damals, fahre. Und mir ging es auch sau schlecht, war klar. Also mit zerschlagenen Kniescheiben, mit dem Morgenstern geht man nicht so gut. Ja. Also, aber ich habe mich aufgerappelt und bin doch hingefahren. Weil das wollte ich den Herren und Damen nicht gönnen. Ja. Er ist gekrochen, Philipp. Er ist, also ganz ehrlich, wenn einer mit einem Morgenstern dir die Kniescheibe zerschlägt und du eine Eisenstange vor die Fresse bekommst, Alter, da machst du gar nichts mehr. Dann liegst du auf der Intensivstation im Krankenhaus. Aber hier wieder geiles Heldenepos. Also die Morgensterne haben ihm die Kniescheiben zertrümmert. Das ganze Gesicht war zerschlagen. Er hatte ein Messer im Rücken. Alter, also... Was als nächstes? Also ist noch auf ihn angelegt worden und ähnlich wie Theodore Roosevelt hat er noch mit einer Kugel im Körper dann eine 5-stündige Rede gehalten. Also ich glaube ihm, dass er überfallen worden ist. Ich glaube, dass der gut kassiert hat. Habe ich mitunter auch, keine Frage. Also linksextreme Gewalt gegen Rechtsextremisten gibt es, die auch tatsächlich sehr, sehr hart dann zuschlagen. Ich bin mit 13 Jahren beim NPD-Plakate aufhängen, auch mit dem Messer abgestochen worden. Mir hat man mit einem Teleskopschlagstock den Schädel eingeschlagen. Ich hatte auch Zähne raus, Hämatome und. Keine Frage. Aber was er jetzt hier wieder erzählt, ist ja wieder 5 Schippen drauf. Ne? Ich wurde überfallen, war halb tot und bin trotzdem dahin. Ich habe meinen Mann gestanden. Also der Thorsten, der ist schon so ein bisschen hier, ja, schon Mr. Unbesiegbar. Ne? Ja, und es nervt mich auch, dass er, eine Sache, die mich auch hier nervt, ist, also wir haben mehrmals in Lübeck das linke Zentrum angegriffen und da bin ich auch nicht alleine hingelaufen, sondern wir auch mit 50 Kameraden, mit den Hools damals von Union Berlin und BFC Dynamo, und mit denen sind wir aus der Kneipe los, haben mit 50 Leuten da die Wallerinsel angegriffen, wo 5-6 Leute drin waren, die sich verbarrikadiert haben. Also das ist oft bei diesen Aktionen, dass man sowieso eine Übermacht darstellt. Es ist egal, ob dann Linksextremisten Rechtsextremisten angreifen oder Rechtsextremisten Linksextremisten angreifen.
Also das ist so eine Story dann so, wir sind die heldenhaften Kämpfer, eins gegen eins, so war es nicht. Das ist eine Geschichte aus der Gruft, so ist es einfach. Philipp, nein, du hast das missverstanden, die sind ja nur deswegen mit mehreren Leuten unterwegs, falls es zu einem Polizeieinsatz kommt, dass sie dann auf Bitten des Einsatzleiters die weiblichen Polizistinnen beschützen können. Ja, also da muss man ja auch mal ein paar mehr Leute dabei haben dann. Triumph da, mich von einer wichtigen Demonstration abzuhalten. Haben sie nicht geschafft. Ich bin etwas langsam mitmarschiert, hatte noch eine alte Dame, die mich gestützt hat, die war 90, ist genauso schnell gegangen wie ich. Und ich bin dann trotzdem dort gewesen. Und da ist auch dieses berühmte Interview eigentlich entstanden, wo ich da mit blauem Auge und zerkloppter Fresse, also tatsächlich noch zu FAP-Zeiten stehe und ein Interview gebe. Und man muss ihnen das ja auch lassen, ja. Also war die Truppe da um Langer, wie der Initiator der ganzen Gewalttaten da damals hieß, ja. Mhm. Immer, noch heißt übrigens, ja. Mhm. Ja, schöne gut. Grüße an der Stelle an den alten Herrn, ne? Der ist ja schon. Lässt tief blicken. Ne? Und. Die waren schon militärisch gut gemacht, die hatten sich die Münder verklebt, damit die nichts was sagen, was sie identifizieren konnte. Und war eine militärisch exakte Aktion nach Stechuhren. Und habe ich damals auch gesagt, tolle Aktion. Also ähnlich wie die heutzutage die Hammerbande das gemacht hat. Ja, wisst ihr, oder weißt du, die Hammerbande sind natürlich Arschlöcher, auch gar keine Frage, immer mit 5 Männern und mit Hämmern auf Leute losgehen, ist sicherlich kein Spaß, aber wir sind politische Aktivisten, wir rechnen damit. Aber ich sage dir ganz ehrlich, diese Geschichte da in Erfurt, also eine schwangere Frau, hochschwangere Frau knebeln vor ihren Augen ihren Lebenspartner. Ja, und dann noch mit Chlor irgendwie übergießen, ne? Mit Säure übergossen, ja. Also ich weiß nicht, was in diesen, ich will die nicht Menschen nennen, ich weiß nicht, was in diesen... In Erfurt, was ist dort passiert? Ich höre die Geschichte jetzt zum ersten Mal, deswegen kann ich jetzt über den Wahrheitsgehalt nichts sagen. Klingt aber auch schon wieder, ja, eine Frau hochschwanger, geknebelt, mit Säure übergossen. Ich weiß ja nicht. Ach so, ne? Doch, also, linkes, hier steht nur News, Org Antifa, falsche Polizisten brechen ein und übergießen ihn mit Chlor. Brechen Neonazi am Bein und gießen ihn mit Chlor. Ich hatte es jetzt so angehört, als wenn sie die Frau übergossen hätten. Okay, haben sie dann den. Also man muss sagen, es gab mitunter so Husarenstücke. Also auch Christian Worch ist mal von Linksextremisten überfallen worden, die sich als Polizisten ausgegeben haben. Die haben ihn und seine Lebensgefährtin dann auch gefesselt und geknebelt und sein Archiv ausgeräumt. Also solche Aktionen. Die gab es damals schon. Es gab hier in Bonn damals einen Betreiber einer dieser Mailbox-Systeme, die Vorläufer der nationalen Infotelefone waren. Der ist mit Säure angegriffen worden. Der damalige Generalsekretär der Europäischen Bewegung, Michel Carnet, an dem sich die homosexuellen Debatte 86 entzündete, der ist entstellt worden, weil er mit Säure übergossen wurde. Also solche Geschichten sind damals tatsächlich schon vorgekommen, ne? Also das kann ich auch sagen, diese falsche Polizistensache haben wir auch schon gemacht in den 2000ern, das ist nicht neu, haben wir auch im Rockerclub gemacht, kann ich euch immer sagen. Nur einfach, weil jemand eine Weste anhat und Polizei macht die Tür nicht auf, lasst euch einen Dienstausweis zeigen und so weiter. Mhm. Das muss man einfach auch mal sagen. Und wer jemand überfällt und dann trotzdem irgendwie mit Säure übergießt, verurteile ich auf Schärfste, soll vom Rechtsstaat bestraft werden. Das ist antifaschistische Arbeit, die ich nicht unterstützen kann, wenn dort Menschen dann angegriffen werden mit Säure. Da bin ich raus, sich als Polizisten auszugeben. Da bin ich auch komplett raus. Das ist nicht das. Ich bin komplett raus, wenn jemand Gewalt anwendet. Ja? Also ich bin komplett raus, wenn der Boden des Rechtsstaates verlassen wird. Und ob die einem jetzt wirklich Säure oder irgendwas anderes übergießen oder ob die den nur verwimsen oder ein Kantholz an den Kopf knallen, das ist alles verbrecherisch. Also da bin ich überall raus. Ne? Ja. Also. In diesen rumrennenden Zielscheiben vorgeht. Ich glaube nicht viel. Aber eins ist klar, alles kommt eines Tages an die Oberfläche. Ich bin auf Langer und Konsorten nicht sauer. Das war damals der politische Kampf. Er ist heute eine Pfeife geworden und sitzt irgendwo im Schaukelstuhl und genießt seinen politischen Ruhestand. Ich nicht. Ich bin nach wie vor auf der Straße und wird sich auch nichts ändern. Da ändern keine Langers dieser Welt etwas dran. Aber diese Herren, die das da in Erfurt gemacht haben, da gibt es noch ein Wörtchen drüber zu reden. Ganz sicher. Ja, also Thorsten, erstmal hättest du dein Konzert ja auch mit verteidigen können, erstmal hier in Neumünster. Ich habe gehört, bevor die Krawalle losging, saßt du in deinem Mercedes-Van und bist wieder nach Fredderode. Jetzt hängst du in Fredderode irgendwo ab.
in Thüringen ist er, ne? Thüringen, ja. Und ja, ist jetzt vielleicht auch nicht dann die Speerspitze des Kampfes irgendwie, wenn ich mir gucke, so Fretterode ist in der Nähe von... Was ist denn das nächste wieder? Du fragst mich, du bist ja immer in Thüringen unterwegs. Fretterode ist aber Thüringen, doch ist genau hinter der Landesgrenze. Oh, das nächste ist dann schon wieder Göttingen. Göttingen. Oh, ist aber, würde ich schon sagen, so viel im Nichts erstmal. Aber auch dieses, ich bin dann wieder auf der Straße, die anderen genießen ihren Ruhestand, ich nicht, niemals, bis zuletzt. Ja, also es ist ein einziges Heldenepos, was hier geschrieben wird. Ja, also nicht nur tägliche Mordanschläge, 13.000 Linksextremisten, die er auf der Straße mit seinen 15 Stabibis verteidigt hat. Es ist schon wirklich ein Heldenepos, was hier geschrieben wird. Ne? Also der Thorsten ist schon Superman, Batman, The Flash, Aquaman, Spider-Man, die Avengers, der Hulk, alles in einer Person. Ne? Ja, also tut mir, ich kann noch ein paar Minuten durchhalten. Das ist ganz, oder, ganz sicher, ja. Also solche Nummern sind natürlich auch... Nee, das ist entmenscht total. Und, so nein, hat, feige ist das alles. Kann man so noch nicht mehr als, ja, feige ist das alles, aber das ist entmenscht. Und ich käme nie auf die Idee, in irgendeiner Form eine schwangere Frau, also ich möchte auch nicht drüber reden, mir dreht sich der Magen halt nach oben und wie gesagt... Ja, wir reden ja aber auch das muss man mal ganz klar sagen, wir reden hier über Leute, die Veranstaltungen abhalten mit Holocaust-Leugnern, die Veranstaltungen abhalten, auf denen Liedtexte zu hören sind, ja, wo zur Vernichtung von Menschen aufgerufen wird, ob es Demokraten, Antifaschisten, Juden, Ausländer sind, ja, also so, da würde ich nie auf die Idee kommen. Lieber Thorsten und lieber Depp Toller, ihr kommt auf ganz andere Ideen. Axel, ich würde dir auch mal sagen, Wie wird denn hier die eigene Gewalt verurteilt gegenüber Menschen von den Todesopfern? Ja, wie steht man zu den Taten von NSU, Hanau, von anderen Anschlägen, ja, egal wie, zu den Todesopfern in der Bundesrepublik Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg? Das ist immer, ja, na klar, mit dem Finger auf andere zu zeigen, ist immer so einfach, aber eine eigene Reflexion in der eigenen Szene findet ja gar nicht statt. Der Fall Roger Bornemann ist ja sein Heimatgau, ja, der ist ja 87, also gerade die Zeit, wo er angefangen hat, an dieser Szene aktiv zu werden, auch als Skinhead, ist Roger Bornemann als Skinhead, der Kontakte in die rechtsextreme Szene hatte, von seinen Kameraden totgeprügelt worden, ja, und... das hat damals auch hohe Wellen geschlagen. Über sowas wird komischerweise auch nicht gesprochen. Ne? Es ist immer so, die anderen, die Terroristen und die machen und die tun und was die eigene Szene anstellt und was da selber auch an echt abscheulichen Ekelhaftigkeiten zu beklagen ist, ja, in dieser entmenschlichten Szene, das wird vollkommen ausgeblendet. Die tun ja wirklich dann so, wir sind hier die mit der weißen Weste, wir sind die strahlenden Ritter, wir beschützen sogar die Polizistinnen, ja, und sind wir toll, sind wir nett und sind wir freundlich. Das ist ja so eine Geschichtsklitterung. Im Grunde genommen sind die doch stolz auf ihre Gewaltverbrechen, ihre Gewalttätigkeit. Das klingt ja immer wieder durch. Ja, die Szene lebt doch davon, dass sie sagt, sie sind viel stärker, männlicher und gewalttätiger als alle anderen. Ja, hört euch, wie gesagt, nur mal die Texte an der Lieder, die von diesen Leuten produziert werden. Hört euch die Texte an der Bands, die auf diesen Konzerten auftreten. Ja, also das sagt ja alles. Ne? Das heißt, dann, ja, dann war das Leben in Göttingen extrem. Ne? War ganz nett. Aber wenn die auch wissen, wo du wohnst, dann musst du ja jeden Tag eigentlich damit rechnen, dass absolut, du aufs Maul kriegst. Naja, nee, nicht nur aufs Maul, die haben ja auch wirklich Brandanschläge gemacht. Also auch jetzt, zu Hause, oder? Oh ja, doch. Ich hatte, jetzt nagel mich nicht fest, 5 ausgebrannte Autos und einmal halb abgebranntes Haus. Steine komplett entglast, Elternhaus, reden wir gar nicht drüber. Also, dolle Sache. Also Brandanschläge gab es dann regelmäßig, sagst du? Jeden Tag. Ne? Also täglich, auf dein Haus. Täglich. Jeden Tag Brandanschläge, jeden Tag. Philipp, jeden Tag, also 365 Tage im Jahr. Ich will nicht wissen, was der für Rechnungen für Feuerlöscher hatte. Ne? Also jeden Tag ein Brandanschlag. Wow. Also schon, also Belfast ist nichts dagegen. Ey. Das ist schon hier Apocalypse Now im Endstadion. Ne?
Also nur mal so, im Mai 1900 war Heise in Nörten-Hardenberg bei Göttingen mit einem Kübelwagen auf einem libanesischen Asylbewerber zugerast. Der Mann konnte sich gerade nur durch einen Sprung ins Gebüsch retten und war anschließend von Gesinnungsfreunden des Angeklagten mit Tränengas beschossen worden. Nur mal so, dass wir über Thorsten Heise auch sprechen. Ja, das ist ein Artikel dann über ihn. Das ist für mich dieses so, ich sitze da nur, mein Auto brennt und so weiter, aber das wird ausgeblendet. Ja, dass man dann auch nicht fragt, ja, aber Thorsten, wofür warst du im Gefängnis? Du wurdest dafür verurteilt, weil du jemanden überfahren wolltest mit dem Auto. Was war denn da los? Ist bei diesem Investigativjournalismus von dem Depp Toller, geht das ein bisschen unter. Vielleicht ein bisschen zu doll Fanboy. Denn damit um? Also ich meine, ich stelle mir das jetzt, also du hast zu Hause gewohnt bei deinen Eltern? Ja, ich habe erstmal zu Hause gewohnt. Dann habe ich eine eigene Wohnung genommen und das ist auch normal. Mein Elternhaus ist konservativ, ja. Ich bin früher immer mit meinen Eltern, also bei der CDU gewesen eigentlich, ja. Bin da eigentlich Junge Union nah aufgewachsen, sag ich jetzt mal doof, ja. Und mein Patenonkel, der war auch Dudesfreund von Helmut Kohl, also von daher ist das schon ganz witzig und. Und das ist natürlich, das hat man im Ohr, aber irgendwann ist das natürlich auch, da haben die auch gesagt, Junge, hör auf damit, das geht so nicht weiter. Ne? Und das ging natürlich nicht. Ich bin alter Niedersachse und Dickkopf. Und wenn der Wind mir entgegenweht, weiß ich, da bin ich richtig, da stimmt was nicht. Da muss man weitergehen und das hat mich auch nie enttäuscht oder getäuscht. Also das Gefühl hat mich nie getrügt. Und, das finde ich sehr wichtig, was er sagt. Das kann ich aus eigener Erfahrung sagen. Bei mir war das damals ähnlich. Da ist auch das Haus meiner Eltern angegriffen worden. Da gab es Farbbeutel, die geworfen worden, Graffitis, Flugblätter, die verteilt worden. Das Auto meines Vaters wurde demoliert. Und solche Aktionen bestärken natürlich jemanden. Ja, das hat Heise bestärkt, der sagte auch, und wenn der Gegenwind kommt, dann fühle ich, bin auf dem richtigen Weg. Und das war ähnlich. Also heute sage ich natürlich auch, klar, ich war der Auslöser. Ja, klar, hätte ich da auf meine Eltern hören müssen. Die sagten, Alter, hör mit deinem Scheiß auf. Aber in der Perspektive, die man hat, weil man glaubt, ich gehe den richtigen Weg, ich tue was Gutes in seiner verdrehten Wahrnehmung. Und dann finden solche kriminellen Aktivitäten gegen einen statt. Natürlich bestärkt einen das. Ja, deswegen kann ich da immer nur warnen, ja, niemals den Weg der Illegalität begehen. Ihr könnt aufklären, ihr könnt Demos machen, ihr könnt sagen, dass ihr das scheiße findet, was da gemacht wird, aber hütet euch davor, ja, mit illegalen Mitteln außerhalb des Rechtsstaates irgendwie zu agitieren. Erstmal, weil es generell falsch ist, euch selber kriminalisiert und weil es eben die Leute nur bestärkt, die damit angegriffen werden. Ja, das ist das, was ja das A und O ist, dass diese antifaschistischen Interventionen nur an der Radikalisierungsspirale drehen. Ne? Ja, Axel, ich weiß nicht, wir haben nur noch 13 Minuten vor uns. Ich weiß gar nicht, ob ich mir den Thorsten Heise bis zum Ende geben möchte. Schlafen, ich habe schon längst nicht mehr zu Hause gewohnt und da kommt das Pack und entglast bei meinem Elternhaus wirklich alle Scheiben, ja. Ich wohnte da gar nicht mehr. Jeder wusste das, aber das war denen vollkommen egal. Ne? Farbbeutel hinterher. Und meine Eltern natürlich total genervt dann auch irgendwann. Ja, auf dem Grundstück brannten, glaube ich, 3 Autos aus. Also da konnte man im Grunde, das war schon etwas ärgerlicher. Eine witzige Geschichte. Das ist ja keine Versicherung mehr. Tja, das ist der Unterschied zwischen dir und mir. Ich weiß, dass ich meinen Eltern das angetan habe. Ja. Und bei aber dir ich find's, die ich find's anderen, auch nicht. Bei dir ist es das Pack. Ich finde es aber auch nicht witzig. Also er sitzt jetzt da und so, haha, weißt du, lustige Geschichte. Und weiß nicht, ich würde doch da sitzen und davon betroffen sein. Ja? Aber er, im Grunde genommen, ist das ja Teil der Legendenbildung. Das nimmt er nicht nur gerne in Kauf, ne, sondern produziert das auch noch da mit seinem Lächeln. Und das hat mich ja nicht gestört. Und das Fuck. Und ich weiß nicht, Junge, findest du das nicht irgendwo auch scheiße, was da passiert ist? Ja, also ich find's scheiße und ich würde mir da auch mal die Frage stellen, ob ich da jetzt so drüber weggehen würde und so hier das Weglächeln und gehört halt dazu. Das sagt für mich auch schon sehr viel aus. Also ich würde nicht auf die Idee kommen, wenn ich darüber rede, wie meine Eltern aufgrund meiner Aktivitäten in Mitleidenschaft gezogen worden sind. Verschuldet, ja, die wirklich da ihr Hab und Gut haben dann renovieren lassen müssen, weil ich da der Nazi-Spinner gewesen ist und deswegen linke Extremisten auf mich aufmerksam waren, ist nichts, wo ich jetzt heute sitzen würde und sage, ach, damals, da flog der Farbbeutel und das Auto wurde demoliert und
ja, war gar nicht so lustig. Das ist ja auch schon echt ja, eine Ja, und nicht eine Reflexion, was man da seinen Eltern angetan hat. Und jemand hat es ja auch gerade geschrieben, darf man nicht vergessen, die Überschneidung zwischen Thorsten Heise, Tino Brandt und so weiter, NSU, diese ganzen Verbindungen auch. Ja, also Thorsten Heise ist hier immer noch, ne, wir reden hier irgendwann jemand, der in der Neonazi-Szene mittendrin ist, der in alle Richtungen Kontakte hatte. Und hier immer dieses Rumgeopfer jetzt mit seinen Eltern. Ich finde es auch unschön, Elternhaus und Häuser anzugreifen von Leuten zu Hause und so weiter. Ich habe es selber erlebt. Ist eine Sache, die ich niemandem wünsche. Und ja, es ist aber, was mir hier überhaupt mal fehlt und sagt so, ja, okay, jeder wusste, das ist auch so eine Selbstüberhöhung wieder. Jeder wusste das. Also jetzt einfach auf die Sache zu kommen, das muss ich auch mal sagen. Keiner ist bei mir auf die Idee gekommen, wo man wusste, ich bin weggezogen, hier aus Lübeck an meine Eltern ranzugehen. Also ja, also Thorsten, weiß ich nicht, ob du eine Meldeadresse dann auch gelassen hast, du hast dann nur nicht mehr gewohnt oder sonst irgendwas. Also nun tu mal hier nicht so. Also das ist ein bisschen komisch und auch nicht so zu erzählen. Also wir haben, was wir Angriffe gemacht haben, auch gegen Jugendzentrum, auch wo Leute gewohnt haben und so weiter. Ich habe es gemacht und ich würde mich wundern, wenn deine Kameradschaft da und die so die kämpferischste der ganzen Nation war, das nicht gemacht haben. Also hier fehlt mir absolut eine Reflexion auf sein eigenes Leben. Ne? Hier wird einfach ein tolles Narrativ erzählt, so wie du gesagt hast, hier soll ein Held geschaffen werden. Wahnsinn. Wow. Ja, das geht schon dann immer. Eine witzige Geschichte, auch die das vielleicht so ein bisschen abspiegelt, was da so los war. Wir hatten am nächsten Tag eine Demonstrationsfahrt, haben uns am Vorabend getroffen, 3-4 Bierchen zusammen getrunken, ein bisschen was geredet und so weiter. Ein Kamerad schlief dann im Auto vor unserem Haus, vor meinem Elternhaus. Und mitten in der Nacht dachte er sich, oh, verdammt noch mal, zum Leidwesen meiner Nachbarn, ich muss noch mal austreten an den Jägerzaun. Garten, alles voller Jägerzaun bei uns, wie sie das gehört, in so einem ordentlichen deutschen Wohngebiet. Und dann stand er an seinem, wirklich aus dem Auto raus, stand am Jägerzaun, strullt. Und dann macht hinten Knall, Schepper, Knach. Da war die Antifa mit einem Auto vorbeigefahren, hatte Molly just, VW Käfer, musste ja Nazi-Auto sein. Also, und das Ding ist komplett ausgebrannt. Der wäre da nicht mehr rausgekommen, auf keinen Fall. Also das ist denen auch immer scheißegal gewesen. Bei meiner ersten eigenen Wohnung. Ja, aber da jetzt auch mal ganz kurz muss man sagen, also ich würde jetzt, nehme an, ich wäre militanter Linksextremist und sage, ich fackel jetzt so eine Nazi-Karre ab. Würde ich ja nicht davon ausgehen, dass da nachts einer drin schläft. Ja, und er stellt es jetzt so dar, wäre denen scheißegal, die hätten den da abgefackelt. Also da muss man sagen, so scheiße so eine Aktion ist, wenn sie denn so stattgefunden hat, wie er erzählt, kann man da jetzt nicht den Rückstoß draus ziehen, dass die gewusst hätten, dass da im Auto einer pennt, oder? Ja, also, und man muss sagen, das will ich auch eigentlich mal mitgeben, das Problem an Molotow-Cocktail schmeißen ist, das kann versuchter Mord sein, ne? Das kann schnell ein Totschlag sein, auch wenn man mal damit rumhantiert, ne? Es kann in einem leerstehenden Gebäude auch ein Obdachloser schlafen oder jemand, der sich da Drogen gesetzt hat oder sonst irgendwas. Ja, Molotow-Cocktail, egal in welche Richtung, ist kein Spaß. Aber dieses so, alles wird in Kauf genommen, auch da, das ist, es ist zu einfach, diese Geschichten, das ist wirklich, viele schreiben es immer, Paulaner Garten ohne Ende und er ist einfach, am Thorsten klebt gar nichts, das ist ja der Teflon-Heise, der seriöse, unbescholtene NPD-Politiker aus Fretterode, aus Thüringen, also mir wird ganz schlecht. Jeder, der weiß, jeder kann sich nachher mal im Internet mit ihm beschäftigen und da weiß man auch, was bei dem Thorsten Heise los war. Da kann er sich noch so modern geben im Hemd, Chinos und lustige Sneaker. Er ist so und bleibt da drunter ein absolut Braunhemd, ne? Gewalttätiges Braunhemd. Also nur schon das alleine zu feiern, da wie sein Sohn mit Schraubstock da auf die Journalisten losgeht, ne, wie er das, er wurde danach dazu mal gesagt, ja, der ist ja auch Mechaniker oder sowas, hat er dann gesagt, Feinmechaniker oder irgendwas. Ja, wie lustig, ne? Da wurde jemand in den Schädel eingeschlagen, das lässt, glaube ich, tief blicken, was das für ein Typ ist. Also war ich gar nicht da. Ich hatte eine Dachwohnung und das war aber ganz toll. Erste Wohnung ist immer die schönste, ja. Naja gut, aber erste Wohnung ist ja immer die schönste. In der Etage unter mir wohnte ein Ehepaar mit 3 Kindern und darunter ein Ehepaar auch und ganz im Keller ein Maurer. Und die Antifa schmeißt durch das Fenster, das war nur ein Raum, der Maurer schlief unter diesem Fenster. Die schmeißen da also einen Pflasterstein rein und hinterher einen Molotow-Cocktail. Und er schlief also der wirklich eigentlich 363 Tage besoffen, der Mensch. Und genau diese beiden Tage im Jahr hatten die erwischt, wo er nichts getrunken hat.
Und der hatte das dann später auch berichtet. Also der hat dann nur noch... Oh, ich weiß nicht, wie viele Geschichten jetzt hier noch kommen, Axel. Der Molotow-Cocktail flog auf seine Bettdecke. Wir sind jetzt zwei Stunden live. Und dann ich, auf den Teppich. Ich habe auch meinen nächsten Arbeitstermin gleich. Er hatte im Raum... Man muss auch sagen, die Geschichten, es wird ja immer dramatischer. Es wird ja immer dramatischer. Es kommt immer noch einer rauf. Also schon Belfast, der BRD, ist schon untertrieben, was der mitgemacht hat. Also wir haben schon gehört, wie Pflastersteine, der Himmel verdunkelt von Steinen. Ja, jeden Tag ein Brandanschlag, Molotow-Cocktails über Molotow-Cocktails. Das ist schon ein hartes Leben, was der Thorsten da geführt hat. Ne? Also, und im Nordirland-Konflikt sind 3.500 Menschen gestorben, habe ich vorhin kurz gegoogelt. Ich war da. Dort ist, das ist, ja, gut, man muss vielleicht eine Story neu erfinden, vielleicht kommt das bei einigen jungen Kameraden an. Ich glaube, die meisten, die das hier sehen, sind einfach angewidert davon. Auch ihm wünsche ich eine Veränderung und schade, dass er seine Kinder da so erzogen hat, dass die jetzt diesen Lebensweg da folgen. Hat da, glaube ich, eine wirtschaftliche Existenz sehr groß draus gemacht und ist damit, glaube ich, sehr, sehr erfolgreich mit seiner wirtschaftlichen Existenz. Nein. Ist ja auch nochmal ein Hindernis, so wie du es vorhin gesagt hast. Also ich kann nur sagen, um dort was zu lernen gegen den Extremismus, check das Buch vom lieben Axel Reitz mal aus. Ich werde es gleich unter diesem Video verlinken bei Amazon. Könnt ihr es vorbestellen, aber auch bei anderen Buchhändlern. Ich war der Hitler von Köln, Axel Reitz eingeben. Bestellt das gerne vor, helft dem Axel dort dieses Buch zu pushen. Am 23. Mai kommt es, check es aus. Oben in der Videobeschreibung ist der Reizeffekt drin. Also tut mir leid, dass wir uns das heute nicht länger geben wollen. Axel, vielen Dank für deine Zeit, aber gerne natürlich noch ein paar Worte an die Community. Dankeschön. Ja, vielen lieben Dank, dass ich wieder hier sein durfte. Vielen Dank an die Community und liebe Leute, guckt euch das an. Ja, wir haben heute so viel von Extremismus gehört. Ja, wir haben extremistische Narrative auf der Rechten. Wir haben von extremistischen Gewalttaten auf der Linken gehört. Extremismus ist immer Kacke, egal ob rechts, links, unpolitisch, religiös, nicht religiös. Führt ein normales Leben, geht aufeinander zu, akzeptiert den anderen, wie er ist, ja, und hebt euch nicht selber in die Höhe, so wie Thorsten Heise das hier echt in ekelerregender Art und Weise tut. Ja, jeder Mensch hat seine eigenen Stärken und Schwächen, ja, und wir müssen alle zusammenleben und deswegen auch klar sehen, dass unser Weg nicht der einzige ist, der mag für uns richtig sein, solange damit keine anderen Mitleidenschaft gezogen werden. Das wäre hier mein Wort zum Donnerstag, lieber Philipp, und ansonsten, liebe Leute, kommt morgen gut ins Wochenende, habt eine schöne Zeit, bleibt bei eurer Familie und haltet euch von Extremisten fern. Axel, viel Erfolg heute bei der Augen-OP oder bei der Augenbehandlung. Ja? Viel Erfolg dabei. Melde dich danach mal, wenn du aufs Handy gucken kannst, wie alles gelaufen ist. Also, viel Erfolg dabei. Leute, vielen lieben Dank an alle Kanalmitglieder, Paten und bei Patreon. Dankeschön, die Links zur Unterstützung sind unter diesem Video. Ansonsten ab zu Amazon, Axels Buch bestellen. Dankeschön für eure Zeit und ich verbleibe wie immer mit einem